Moin Moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des Game On Plauschangriffs. Ich bin der Gregor. Der Fabian. Und der Marc. Heute haben wir uns an dem feierlichen Tag der Deutschen Einheit zusammengesetzt, um natürlich zu einem die Einheit von Deutschland zu feiern und podcasten. Oder? Ja, ich habe heute schon gehört, irgendwie, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte, dann würde ich die Mauer nochmal errichten und 10 Meter höher bauen. Also, du bist beim Quambusch gewesen. Was war los? Man hat aber auch das Gefühl, dass die Freude so jedes Jahr ein bisschen weniger wird. Ich glaube, vor 5 Jahren gab es dann so auf Spiegel und so noch 10-seitige Special-Artikels und heute gibt es dann immer so eine kleine News-Meldung. Ach, heute ist ja auch übrigens Tag der Deutschen Einheit. Ja, jetzt haben sie keinen Bock mehr auf die ganzen Leute. Na, wir sind mittlerweile ins Territorium gekommen, wo du, glaube ich, nur zu Runden- und Halbrunden-Jubiläen dann nochmal groß. Ja, ich glaube auch. Also niemand feiert jetzt das, wie viel ist es jetzt? Das 21. oder 22. Nee, 21. ja. Der 21. Tag der Deutschen Einheit, das ist ja total krumm. Das guckst du nur so komisch, mal. Doch, 3. Oktober 1990 war das erste Mal. Okay, na gut, hoffentlich ist das jetzt nicht falsch, sonst gibt es wieder Hauen nachher. Auf jeden Fall, wir feiern den Tag der Deutschen Einheit, so wie wir es sonst immer auch machen würden, mit einem Podcast und natürlich über das deutscheste aller deutschen Themen, über Nintendo. Total dumme Überleitung, aber egal. Ich war durch den Nintendo 64-Cast, den wir vor einiger Zeit gemacht haben, in der letzten Zeit ein bisschen auf einem Nintendo-Trip und ich habe mir viele alte Spiele wieder angeschaut und ins Gedächtnis geführt und da ist mir die Idee gekommen, dass ich bei allen Nintendo-Casts, die wir bisher gemacht haben, uns doch immer spezialisiert haben auf, sagen wir mal, die großen Serien, die großen Charaktere, das A-Team von Nintendo. Ja, sprich, auf Mario, auf Link und Legend of Zelda sowie auf Samus Aran und Metroid. Ist ja klar, bei Nintendo ist es ja auch meist immer so, dass sich wirklich sehr, sehr viel um diese drei Franchises dreht. Aber es gibt natürlich noch neben den drei großen Franchises noch ein großes anderes Konglomerat an Charakteren, an Spielen, an Spieleserien, die eigentlich auch sehr, sehr viel zu Nintendo beitragen, aber nicht so häufig in Erscheinung treten wie die ersten. Ich habe sie mal ganz locker und gepflegt das Nintendo B-Team genannt. So analog A-Team, B-Team, ne? So ne? Wie BA und Faceman und alles. Und jetzt haben wir eben die Leute, die in der zweiten Reihe stehen. Und selbst da hast du ja noch echt ein paar gefunden, wo man eigentlich denkt, das sind auch richtig große Namen im Spielebusiness, aber wenn man sich halt anschaut, wie Mario oder auch Link halt so rausstrahlen, was das einfach für große Figuren sind, dann verblassen die natürlich dann auch schon ein bisschen so ein Star Fox oder ein Kirby, über die es heute gehen wird, fallen dann auch schon ein bisschen ab, obwohl es eigentlich echt große Nummern innerhalb der Spielebranche sind. Aber komisch, dass irgendwie in letzter Zeit, also um da gleich mal einzuhaken, man redet jetzt davon, dass Zelda und Mario irgendwie alles so riesengroß ist, aber gerade in Japan schwächeln halt die ganz großen Lizenzen und da kommen dann eher so andere Titel wie Nintendox Animal Crossing irgendwie auf einmal raus, die jetzt eigentlich viel zukräftigere Lizenzen sind und praktisch den Alteingesessenen so ein bisschen den Rang ablaufen. Also so, mir ist so aufgefallen. Ich glaube, man kann's echt gut damit in Verbindung bringen, dass Nintendo natürlich sich im Ansehen ein bisschen wegbewegt hat von den Alteingesessenen. Ich glaube, man würde Core-Gamer heutzutage dazu sagen, ne? dass die alteingesessenen Nintendo-Fans natürlich immer noch dabei sind, immer noch abgeholt werden wollen, aber in Japan speziell eine ganz, ganz neue Klientel geschaffen wurde mit den Leuten, die über DS, die über Pokémon rangekommen sind, die über Wii Fit, sagen wir mal, ans Videospielen gekommen sind, die eher dann komplett darauf abfahren, auf solche Sachen dann draufgehen, als anstatt auf das neue Mario Galaxy 2 oder auf den letzten Zelda-Titel. Auch Metroid ist letzten Endes eine Serie, die weltweit wesentlich beliebter ist als speziell in Japan. Ja. Nichtsdestotrotz, aber das, was du erwähnt hast vorhin, Fabian, ist auch absolut richtig. Eigentlich sind das nicht wirklich B-Team-Charaktere, B-Team-Franchises, sondern die würden bei jedem anderen Hersteller ganz front and center stehen, ganz sein, das ist das, auf was wir uns konzentrieren, das ist unsere Cash-Cow. Bei Nintendo sind es eben fast schon einmal dafür und da haben wir, glaube ich, Glück, dass es keine realen Charaktere, sondern erfundene sind, weil was müsste das für ein Neid da auslösen, ne? Du bist da, verkaufst da Millionen von Spielen und so weiter, kommt trotzdem dieser Mario und setzt noch einen oben drauf.
Das kann ja eigentlich gar nicht angehen. Also als B-Team, ursprünglich hatte ich gedacht, dass wir das mal ein bisschen erweitern, aber eigentlich bieten vier der großen Namen eigentlich schon genug Gesprächsstoff, um damit einen vernünftigen Podcast zu füllen. Als da wären, ich zähle da mal kurz auf, Donkey Kong, ist klar. Wir haben noch Kirby, wir haben noch Star Fox und die Geißel der Gesellschaft, ich meine die erfolgreichste Serie von Nintendo abseits von Mario in den letzten Jahren, die Pokémon. Mhm. Verdammt, dann ich dachte, dass noch F-Zero da drin wäre. Wurde das gestrichen, ja, verdammt? F-Zero habe ich einmal mit rausgenommen, weil wenn man sich auf B-Team, glaube ich, konzentrieren will und das auf Charaktere hier darauf bezieht, F-Zero war ein bisschen das wenigste Charakterlastige. Okay. Und F-Zero ist auch ein bisschen ins Hintertreffen geraten. So eine der Serie, die wurde hier quasi nicht mehr fortgeführt seit den GameCube-Zeiten. Also ruht sie momentan ein bisschen. Und F-Zero haben wir vor allem auch recht ausführlich entweder in den N64-Casts und dem Rennspiel-Podcast damals mit dran. Dann auch besprochen, dass ich jetzt die Zeit lieber dann investieren würde, um über, kommen wir gleich zum ersten Thema dann hin zu sprechen, über Donkey Kong zum Beispiel. Juhu. Ich möchte einmal kurz in die Runde fragen, Donkey Kong, was ist euer Verhältnis zu Donkey Kong? Ist Donkey Kong jemand, mit dem ihr gerne spielt, oder ist Donkey Kong einfach nur eine unter vielen Figuren? Naja, also beim ersten Mal, also mein erstes Aufeinandertreffen mit Donkey Kong, da konnte man nicht mit ihm spielen. Das war Donkey Kong damals, die Arcade-Version, die bei uns lustigerweise wie so andere Spiele auch im Imbiss stand. Du hattest kein Geld oder wie? Was? Nein, nein, also das war ja die Automaten-Version noch, bevor es überhaupt irgendwie, ich glaube, auf dem VCS oder so rauskam. Mhm. Aber da hat man ja Mario gespielt dann praktisch und Donkey Kong war sozusagen der Bösewicht, der die Fässer irgendwie von oben runterrollt und Pauline entführt hat und man die zurückholen muss. Und das war das, eigentlich das erste Mal, dass ich das gespielt hatte oder wo Donkey Kong auftrat in dieser Version auch und als Bösewicht so eher herhalten musste und natürlich Anleihen an King Kong so hatte. Ja, also Fabian, kannst du dich an deine ersten Berührungspunkte mit Donkey also irgendwie erinnern? Ich muss tatsächlich sagen, dass ich natürlich auch das Automatenspiel kenne, aber ich habe das selber nicht gespielt, weil ich glaube ich, noch irgendwie 2, 3, 4, 5, 7 Jahre jünger komm weiter, ja. bin als ihr. Deswegen habe ich das selber nicht damals in der Arcade irgendwie wahrgenommen, sondern bei mir sind das tatsächlich die Sachen vom Super Nintendo, die es dann später gab, auf die wir noch zu sprechen kommen, wie Donkey Kong Country, wo er natürlich auch echt irgendwie einen super Eindruck hinterlassen hat dann. Ansonsten, was es halt vorher gab, ich glaube, es gab da noch diverse Variationen des Automatenspiels mit Donkey Kong Jr. Donkey Kong Math. Und irgendwann war er doch auch der Held und Mario war der Bösewicht, oder? Mit verteilten Im Rollen. Im zweiten Teil war das dann ja, schon so. Ja, da können wir mal ins Detail mal kurz reingehen. Also, Marc, da kann ich dir beipflichten. Ich kann mich auch daran erinnern, ich habe damals den Automaten gespielt. Ich weiß sogar noch, mir poppt gerade ins Gedächtnis, das war irgendwie so ein Samstagnachmittag oder sowas. Da lief im Fernsehen gerade irgend so ein Bud Spencer-Film. Ich glaube, mit dem kleinen Außerirdischen, der diese Maschine hatte, wo er die Zeit zurücklaufen lassen konnte. Das muss ja praktisch letzte Woche gewesen sein, da lief der Film, glaube ich, auch. Da lief der, glaube ich, auch, der läuft ja alle 3 Wochen hier, der Buddy und sein Außerirdischer. Und ich weiß, an diesem Abend sind wir mit meinen Eltern in ein griechisches Restaurant gegangen und die hatten dort den Donkey Kong Automaten in der Ecke. Ja, und ich muss natürlich dann immer nach Markstücken verlangen, damit ich das Ding spielen kann. Aber ich habe damals tatsächlich das erste Donkey Kong noch wirklich richtig am Automaten gespielt. Klassisch in der Situation, wie es eigentlich sein sollte. In Deutschland hat man so eine Gelegenheit ja eher seltener wegen des hier Jugendschutzgesetzes und so weiter. Hier hat sich ja nie die klassische Automatenspielkultur dann umgesetzt. Aber trotzdem, für mich war Donkey Kong dann gleich vom Anfang an dort mit dabei, speziell in diesem Automatenkontext. Ja, bitte? Nein, danke. Hallo Ian. Guten Tag. Ja, vielleicht hätte ich doch sagen sollen, dass wir aufnehmen und wieder. Du hast es kurz ausgeführt, Marc. Ja, Donkey Kong hat natürlich quasi auch die Karriere mit begründet von Mario. Mario war mit dort dabei als Hauptspielcharakter, war natürlich damals noch nicht als Mario bekannt, sondern sollte nur ein Antagonist sein sozusagen für
Donkey Kong, der die Werte Pauline entführt hat und analog zu King Kong auf hohen verschiedenen Gebäuden gekraxelt ist und Mario sein in ewiger Liebe oder ihr in ewiger Liebe zugetrauter Mann wollte sie aus den Klauen von Donkey Kong befreien. Ich habe mir im Vorfeld mal ein paar interessante Sachen angelesen. Ursprünglich war Donkey Kong mal als Spiel aus dem Popeye-Universum gedacht. Also Nintendo hat später ja mal ein Popeye-Spiel gemacht auf dem NES, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Aber die Uridee war gewesen, aus der Popeye-Lizenz sozusagen ein Videospiel zu machen. Und da Nintendo aber die Rechte nicht zeitig bekommen konnte, wurden einfach die Charaktere, die in so einem Popeye-Spiel vorgekommen wären, ausgetauscht gegen selbstgemachte Leute. Brutus oder Bluto wurde dann Donkey Kong, der große Bösewicht. Olivia Öl war dann Pauline. Und Popeye war dann der Super Mario. Oder besser gesagt, der Jumpman. Wer lässt seine Fäuste fleißig fliegen? Popeye! Wer haut zu, dass sich die Balken biegen? Popeye! Wisst ihr denn auch, warum er auf Draht ist? Weil sein Geheimrezept Blattspinat ist. Wer hat viel Musik in seinem Schwinger? Popeye, wer hat Dynamit im kleinsten Finger? Popeye, aufgepasst, ihr daheim, jetzt ist Popeye-Time. Stellt euch mal vor, das hätte wirklich damals schon so stattgefunden. Wir hätten jetzt irgendwie Popeye World und Popeye Kart und Alter. Popeye wäre jetzt Mario. Das wäre ganz schön schräg das eigentlich. Das ist ja Popeye, super Popeye Kart mit so Spinat-Upgrades. Ja. Ja, super, das würde alles funktionieren. Irgendwie möchte ich dieses Spiel auch haben, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ja? Oder dieser Typ, der immer diese leckeren Hamburger gegessen hat. Ne? Der dicke Wimpy mit den Hamburgern. Hätte ich auch sehr gut gefunden. Aber die Grundidee wäre gewesen, dort ein Popeye-Spiel daraus zu machen, aber letzten Endes ist es nicht dazu gekommen. Shigeru Miyamoto, das erste Spiel, wo er als Designer dann dran gesessen hat, hat daraus die Charaktere sozusagen erfunden. Donkey Kong, den Namen nur gewählt, weil er dachte, Donkey heißt auf Amerikanisch stupid, also dumm, also dachte er dummer Affe, anstatt der Eselaffe, was eigentlich nicht wirklich viel Sinn ergibt. Es hat sich aber mittlerweile, glaube ich, jeder daran gewöhnt, dass es dann Donkey Kong heißt. Und ja, so wurde dann das Spiel auf alten, vorher ausgemerzten Hardware oder auf alter Hardware, die eigentlich für ein anderes Spiel gedacht war, Radarscope von Nintendo, dann in die Spielhalle gebracht. Und von dort aus ging es eigentlich sofort weiter. Das ist das Spiel, das hat direkt eingeschlagen, war in den USA erfolgreich, in Japan erfolgreich und eben sogar in einem kleinen griechischen Restaurant klitschen hierzulande. Die was gekommen ist. Du hast erwähnt, Marc, dass es weitere Fortsetzungen auf dem Automaten gegeben hat. Genau, der zweite Teil war dann Donkey Kong Jr., wo man dann zum ersten Mal eigentlich den kleinen Donkey Kong sieht, der mit einer Windel dann unterwegs war und seinen Vater aus den Klauen von, ich weiß gar nicht, ob er dann schon Mario hieß, aber auf jeden Fall. Ich glaube, es war schon Mario fast, ne? Der hatte Donkey Kong gefangen und so im Käfig gehalten und deswegen musste man dann als kleiner Donkey Kong Jr. so an die Jahren hochkraxeln und so Früchte sammeln. Und das war auch ein bisschen schwieriger schon, hatte er schon so diesen Plattformcharakter. Und der erste Teil hat, also Donkey Kong hatte zwar auch schon mehrere Level mit verschiedenen Spielmechaniken, wo man halt Balustraden irgendwie auch runterfallen lassen musste im zweiten Level. Und das zweite war irgendwie noch abwechslungsreicher mit einem Trampolin im Level drin, wo man rüberspringen musste auf die andere Seite. Und das war irgendwie schon so die Begründung des Plattformspiels. Zwar mit einzelnen Bildschirmen, aber es war auf jeden Fall schon ein bisschen komplexer als so diese ganzen Oldschool-Spiele, die es gab. Ja, wenn man bedenkt eben, also als viele sehen als Geburt des Plattformers oder des Jump'n'Runs ja mehr dann Super Mario Brothers auf dem NES, was ja 85 gewesen ist. Aber diese Nummer, dass man eben einen scrollenden Bildschirm hat, wo man von links nach rechts oder rechts nach links läuft, das war zwar noch nicht gegeben, aber die Grundelemente waren schon beim ersten Donkey Kong und dann bei Donkey Kong Jr. vorhanden, mit über Hindernisse springen, mit Plattformen auslösen, mit Gegnern, wo man draufspringen kann oder nicht draufspringen kann, mit einem Hammer kaputthauen, glaube ich, war es ja noch am ehesten gegeben. Und das wurde bei Donkey Kong Jr. weitergemacht. Ich habe dann auch gesehen, Donkey Kong 3 gab es auch noch als Spielautomaten. Das war aber was komplett anderes. Das war ein Vertikalshooter. Ja, ist, im Grunde hast du ja, ein Vertikalshooter in der Form, du hast nicht ein Raumschiff gehabt, das von unten nach oben dann geflogen ist und geballert hat, sondern irgendwie Donkey Kong war in so ein Treibhaus oder sowas dort eingebrochen. Das war die Geschichte und er befand sich am obersten Bildrand und du warst
ein kleines Männchen genannt Stanley, was irgendwie dann dort gewohnt hat, den von unten angeballert, mit bis nach links und rechts gegangen, so ein bisschen dann Space Invaders mäßig, und hast den dann angeschossen, während er da oben hin und her gewandert ist und runtergefallen und Zeug runtergeschmissen hat. Das hat mich auch ein bisschen gewundert, weil das war mir bisher komplett gar nicht präsent, das ist auch mal nicht. So ein Spiel. Nee, mir auch nicht. Also das andere, was ich mir auf dem Zettel hatte, wäre dieses Mathe-Spiel gewesen mit Donkey Kong. In der Spielhalle hat man eben einen Vertikalshooter bekommen, auf dem NES gab es ein Mathe-Spiel. Verdammt, ja, deswegen danach hatte ich auch keine Lust mehr auf Mathe, das erklärt einiges. Es ist auch die perfideste Art, irgendwie ein so Lernspiel so an Kinder zu verkaufen, ja. Sagt sie, Mama, ich möchte gerne Donkey Kong haben. Kommt ihr dann so, ja, der liebe Händler hat mir das empfohlen. Donkey Kong Mathe. Ja, 1 + 1 ergibt bläh. Ja, aber so kann man die Kinder auch ködern. So, was, du bist dümmer als der Affe? So, jetzt streng ich mal an. Ja, man kann sehen, dass das NES selber war ja von Nintendo anfangs ein bisschen positioniert, ja nicht als Spielekonsole, sondern sie haben es ja nicht umsonst Entertainment System genannt, ne, wo dann du den Roboter dabei hattest Fitness. Und dort und Fitness und so weiter machen willst, weil eben Spielekonsolen hatten kein hohes Ansehen, nachdem Atari den Markt komplett gekillt hat ein paar Jahre vorher. Sonst hätte auch keiner das Spieler gehabt. Und da Lernsoftware oder Malsoftware zum Beispiel und Gesellschaftsspiele und sowas da drauf zu haben, das war schon attraktiver. Da konnte man ja sagen, es ist ein vollwertiges Gerät. Warum nicht Donkey Kong Mathe? Ja, aber ich glaube nicht, dass es unbedingt ein großer Klassiker ist, der ganz hoch in der Nintendo-Reihe steht. Ein wesentlich größerer Klassiker und vielleicht, ich würde fast schon sagen, das ist mein Lieblings-Donkey Kong-Spiel. Das ist etliche Jahre später gekommen mit einem Remake sozusagen des ersten Teiles. Gameboy-Version? Die Gameboy-Version, ja. Donkey Kong 94 in Japan. Erzähl uns doch mal ein bisschen was drüber, Fabian. Donkey Kong auf dem Gameboy. Ja, ich finde, ich würde jetzt nicht sagen, dass es mein Lieblings-Donkey Kong-Spiel ist, weil zumindest damals der Impact, den Donkey Kong Country auf mich hatte, schon größer war, weil es einfach so unglaublich gut aussah. Aber wenn man es jetzt aus heutiger Sicht betrachtet, dann ist es aber sehr schön gealtert und ist echt so ein zeitloser Klassiker auf dem Gameboy. Ich würde sogar sagen, dass es wahrscheinlich eins der definitiv in der Top 10 der besten Gameboy-Spiele drin ist. Und Nintendo hat es ja jetzt auch schon als Virtual Console-Titel für 3DS nochmal rausgebracht. Es ist im Grunde genommen, baut es auf dem alten Konzept von Donkey Kong auf. Man hat so kleine Geschicklichkeitsabschnitte, wo es immer darum geht, dass man, ich glaube, 3 Items irgendwie einsammeln kann, um den Level komplett abzuschließen und dann mit einem Schlüssel zum Ausgang kommen muss. Und dabei gibt es halt auch jede Menge kleine Fallen und Gegner, und man hat ein sehr cooles Move-Repertoire schon gehabt. Man konnte so einen Handstandsprung machen, und es gab auch den Hammer, und ich weiß gar nicht, gab es noch andere Waffen, die man irgendwie einsetzen konnte? Also ich weiß, es war der Hammer auf jeden Fall, die Handstandsache mit dem Doppelsprung, dass du Gegner, es hat ein bisschen vom Spielerischen jetzt nicht direkt wie das Leveldesign gemacht war, sondern leichte Anleihen an Super Mario Bros. 2 gehabt, dass du auf den Gegnern draufstehen kannst und die dann hochziehen und schmeißen kannst. Gegner, die als Mülltonnen verkleidet sind, Plattformen, die du mit so einem Schalter öffnen und zumachen kannst, dass die Gegner dann reinfallen in die Stacheln und sowas. Ich weiß nicht, ob es da noch ein zusätzliches Item gab, womit Donkey Kong noch, womit Mario noch Leute kaputt machen konnte. Aber es war schon sehr, sehr variabel designt und vor allem eben als eigentlich fast schon logische Erweiterung zum Ursprungs-Donkey Kong-Design mit eben knapp 13 Jahren Erfahrung, was Videospiele machen angeht, noch denn hinaus. Also so gut erweitert und so umfangreich eben gewesen mit 100 plus Leveln plus, ja. Was wir noch nicht erwähnt haben, fand ich eben eine geniale Idee, quasi mit dem kompletten ersten Donkey Kong einzusteigen in den ersten 4 Leveln. Also wenn man das Spiel anfängt, es sieht genauso aus wie das alte Donkey Kong, du musst genau die gleichen Level dann durchspielen, diese schrägen Zick-Zack-Balken, die du dann im weltberühmten ersten Level hast, dann das mit den Seilwinden oder der finale Level, wo du dann die Brücken kaputt machen kannst, dass Donkey Kong runterfällt, aber anstatt am Ende nach 4 Leveln dann Game Over und herzlichen Glückwunsch zu sagen, geht's weiter mit 100 weiteren Leveln. Mhm. Ja. Und da muss man wirklich auch mal sagen, das waren 100 Levels, die konnten einen echt auch für viele Tage oder vielleicht sogar Wochen damals irgendwie beschäftigen. Also es hatte auch Batteriespeicher, weil man da nie irgendwie an einem Stück durchgekommen wäre. Und wenn man mal guckt, ich habe jetzt gerade am Wochenende zum Beispiel Super Mario Land 2 durchgespielt, und das hatte ich auch als relativ groß
großes Spiel irgendwie in Erinnerung. Mhm. Wenn man ehrlich ist, das super simpel und kurz und das kannst du echt dann, Coins ja, ist das, ne? Das kannst du an einem Nachmittag echt locker durchspielen. Da ist nichts Schweres dran. Die Welten sind alle relativ kurz und simpel designt. Und bei Donkey Kong hattest du einfach echt wirklich ein großes, abwechslungsreiches Spiel mit vielen coolen Ideen. Das war damals schon technisch nicht besonders herausragend oder auch nicht besonders schön, aber das war vom Spieldesign wirklich ziemlich, ziemlich perfekt und ja, viel besser hättest du es auf dem Gameboy, glaube ich, auch nicht machen können. Das hat auch schon drunter gelitten ein bisschen, so dass Mario dann so der große Star war und Donkey Kong schon ein bisschen so, also die meisten Leute, die, an denen ist es wirklich vorbeigegangen, weil die es einfach unterschätzt haben, das Spiel. Und das hatte gerade wirklich diese Vielfalt durch unterschiedlichen Levels und das wirklich, also an vielen Leuten, die jetzt meinen, so, ach ja, das Donkey Kong auf dem Gameboy ist gar nicht so gut oder so, sie sollten sich das mal angucken. Also es hat echt einiges noch zu bieten, selbst jetzt noch. Nee, absolut. Also wie gesagt, jetzt wo es nochmal als Virtual Console Titel für den 3DS aufgelegt wurde, die 3-4 Euro, die man dann dafür ausgibt, ist es absolut wert. Mhm. Ich habe zuletzt das nochmal, übers Wochenende habe ich mal meinen Classic Gameboy mal mitgenommen, mal zur Abwechslung, dass ich dann nicht immer diese super modernen iPhones oder irgendwelches Gerät zusammen habe. Echt viel Spaß gehabt, das alte Donkey Kong zu spielen, nur dann gemerkt, mein Batteriespeicher ist mittlerweile kaputt. Das Modul ist aber auch schon fast 16, 17 Jahre alt eben. Aber dafür kann ich ja nochmal das Geld dann ausgeben, um ja quasi dann das auf der Virtual Console nachzuspielen. Gab übrigens eine Handvoll Sequels von dem Ding, die fand ich aber waren immer nicht ganz so gut wie das Original. Du meinst die Mario vs. Donkey Kong Spiele? Genau, also die effektive Fortsetzung war ja Mario vs. Donkey Kong, glaube ich, zuerst auf dem GBA etliche Jahre später und mittlerweile ist es ja mehr so eine Lemmings-artige Variation Donkey Kong vs. Mario Mini oder sowas draus geworden, wo du so kleine Mini-Roboter Marios dann durch die Level steuerst. Auch Zielroboter, ne? Ja, also ich fand das, sorry. Nee, aber ich fand, also das finde ich noch ein bisschen puzzellastiger. Also klar ist es irgendwie schon ein Ableger davon, aber das ist teilweise auch echt sackschwer. Also ist jetzt auch kein schlechtes Spiel, würde ich auch nicht sagen, aber sowas würde ich vielleicht auch gerne auf einem größeren Bildschirm mal spielen, weil mir es dann doch ein bisschen zu wuselig ist und gerade so, wenn die Viecher dann irgendwie, du hast dann 10 Leute, die da 10 Mini-Marios, die da rumlaufen oder mehr noch, das irgendwie zu koordinieren, das fällt mir auf so einem kleinen Bildschirm doch immer ein bisschen schwierig. Aber vom Prinzip her sind die echt ganz coole Puzzlespiele. Die sind nett. Ich fand tatsächlich das erste auf dem GBA auch noch gut. Jetzt so die aktuellen DS-Teile finde ich jetzt auch nicht mehr so gut, weil es auch du mit dem Stylus quasi diese Laufwege vorgibst für die kleinen Figuren. Und es ist einfach mehr so was, wo es auf Planung ankommt und dann setzt du irgendwas in Bewegung und dann läuft es ein bisschen irgendwie mehr oder weniger selbstständig ab, weil du diese Figuren nicht direkt steuern kannst. Das ist wie ein Echtzeitstrategiespiel, so Micromanagement. Also es ist schon ziemlich weit weg von dem, was Microaffen. Das Donkey Kong 94 mal war. Da hat es halt nicht mehr so viel mit zu tun und ich finde, das haben sie leider auch nicht mehr ganz erreicht dann. Aber im Nachhinein, um das nochmal aufzugreifen, dass du eben meintest, dass das Spiel leider relativ unbekannt ist oder auch so ein bisschen untergegangen ist, die hätten vielleicht damals schon den Weg gehen sollen, das Spiel Mario vs. Donkey Kong zu nennen, weil unter dem Namen Donkey Kong 94 konnten sich wahrscheinlich auch viele Leute nichts drunter vorstellen. Dann guckst du auch die Packung an und siehst dann ja, okay, das sieht halt aus wie Donkey Kong vor 15 Jahren und keiner konnte irgendwie ahnen, dass da so ein cooles Spiel dahinter steckt. Eben, ich glaube, Mario ist, wenn dann wirklich nur ganz klein vorne auf der Packung mit drauf. Ich habe zu Hause noch die Classics-Version, also die mit der schönen roten Verpackung. Ist natürlich cool, aber würdest du nicht direkt gleich in die Mario-Spiele einordnen, wenn du nicht genau mit dem Zeug auskennst. Also würden da auf jeden Fall einiges an Verkäufen liegen gelassen. Übrigens, das erste Super Game Boy-Spiel, fällt mir noch ein, war es gewesen. Super Game Boy, der Game Boy-Adapter für das Super Nintendo. Wenn man es dann reingesteckt hat, hatte es als Zusatzfeature sozusagen eine leicht veränderte Farbpalette, dass da mehr Farben möglich sind als die 4 Graustufen oder die Handvoll Graustufen des Gameboys. Plus, es hatte so einen echt coolen Rahmen, der so aussah, als ob du so ein Arcade-Cabinet dann drumherum hast. Also als ob du so einen richtigen Spielautomaten am Fernseher spielst. Das fand ich war auch eine ganz coole Geschichte. Und es hatte, glaube ich, Sprachsamples dann, kann das sein? Das habe ich auch mal gelesen. Dass, hatte Sprachsamples, ich bin mir nicht sicher, irgendwo hatte ich nochmal sowas hier notiert, aber ich glaube, es war in Richtung Kirby. Es kann durchaus sein, weil der Super Game Boy hat eben nicht nur Grafik und Farben dazu getan, sondern manchmal waren eben Features, die vom normalen Game Boy nicht benutzt werden konnten, dass die dort aktiviert wurden sozusagen, wenn man das dann auf dem Super Game Boy selbst gespielt hat mit der leicht verbesserten Hardware, die in dem Modul dann drin gesteckt hat. Und was da noch ein bisschen schade ist, und das ist leider auch so ein bisschen Nintendo typisch wieder, dass sie es nicht genutzt haben bei der 3DS-Version. Da werden die Super Game Boy Features nicht unterstützt. Das fand ich ehrlich gesagt auch wirklich, das ist ein bisschen eine kleine Frechheit, wenn man dann so viel Geld dann dafür ausgibt, immer noch, also 3-4 Euro ist schon. 4 Euro, ja. Aber trotzdem. Hätte man machen können, das wäre keine Arbeit eigentlich gewesen. Der 3DS hat ja nur mal Farbe. Ne? Und da hast du vor allem auch so einen unbenutzten Bereich, wenn du das, selbst wenn du es aufzoomst, damit der Bildschirm dann da ist, hast du trotzdem dicke Balken. Das ist der Nachteil bei den ganzen NES-Sachen auch, dass ich da denke, die Anpassung, ey, da hätten sich echt
ein bisschen mehr Mühe mitgeben können. Dass da müssen sie auch nicht wundern, wenn irgendwelche Leute dann doch Emulatoren auf ihrem Handy benutzen dafür, irgendwelchen anderen Schrott. Ja gut, dafür haben die NES-Sachen bisher auch gar nichts gekostet. Noch nicht. Aber das noch nicht. Noch. Außer die 70 Euro, die man zu viel ausgegeben hat beim Launch des Geräts. Mindestens 70 Euro. Wenn es nur 70 wären. Wenn's, ah ja, du hast ja importiert, ne? Das Blut und Wasser, Zollgebühren und Ärger und 70 ist noch gar nichts. Also. 70 ist da noch gar nichts. Eher 170 bei dir. Das war Donkey Kongs quasi wieder Einstieg ins Konsolenbusiness 94 gewesen. Aber jetzt kommen wir zu was, da reibt sich Fabian reibt sich Fabian absolut die Hände als großer Super Nintendo-Fan und Donkey Kong-Liebhaber. Natürlich 1994. Ape Lover. Ja. Ende 1994 in Europa veröffentlicht und ich kann mich da auch noch ziemlich klar an das Videogames-Cover damals erinnern. Ja, ich auch. Ne? Das fotorealistische Spiel, ne? Wie CGI-Grafik, wie Terminator ungefähr, aber möglich auf dem Super Nintendo. Das ist natürlich Donkey Kong Country. Klatsch, klatsch, klatsch. Also ich kann mich auch, das ist mit eins der prägnantesten Weihnachtsfeste, an das ich mich irgendwie erinnern kann, weil das Spiel habe ich halt zu Weihnachten bekommen. Es kam, glaube ich, kurz vor Weihnachten 94 raus. Und da war ich auch wirklich, dann habe ich, glaube ich, eine Woche dran gesessen und ich fand das so geil. Das war so eine schöne Welt. Da war halt alles einfach, was Präsentation angeht, auf so einem unglaublich hohen Niveau, dass man vom Super Nintendo eigentlich quasi ansonsten fast nicht kannte, bis auf jetzt mal Final Fantasy VI oder sowas ausgenommen, was auch sehr, sehr gut war, aber was natürlich audiovisuell dann auch noch eine, oder zumindest visuell noch eine Spur einfach dahinter war. Das sah so schön aus, dieser Render-Look war so toll, die Musik noch dazu, es war auch echt herausragend gut, das kann ich mir heute noch anhören und ich finde, man erkennt es auch sofort wieder. Ich finde es lustig, dass Marc jetzt schon anfängt zu lachen, weil er wahrscheinlich gleich erzählt, dass das Spiel dahinter scheiße war. Aber ich stand auf seinem Stuhl. Ich habe auch damals schon gemerkt irgendwann, okay, das ist wirklich auch ein cooles Jump'n'Run und alles, aber es war, das gebe ich auch ganz offen zu, auch als Donkey Kong Country Fanboy, das hatte nicht die Tiefe von einem Mario World oder von einem Yoshi's Island. Da blieb es schon einfach eine Spur hinter zurück. Man merkte auch, dass es vielleicht nicht von diesen Detailtüftlern bei Nintendo in Japan gemacht wurde, sondern dass es einfach Rare gemacht hat. Die aber trotzdem, finde ich, da echt was Cooles gerissen haben einfach und echt für mich auch einen Klassiker geschaffen haben. Ja, es war irgendwie ein Schritt in eine komische Richtung. Also bei mir, ein Freund von mir war zu der Zeit, als es groß angekündigt wurde in Amerika, und hat dann irgendwie alle möglichen Zeitschriften mitgebracht, so EGM und was es da noch alles gab. Und da waren dann immer Bilder drin, diese Render-Targets, wo man dachte, was, das ist möglich an Grafik, das sieht ja unfassbar aus. Und man war total gehypt. Also ich erinnere mich dann noch an dieses Bild, wo irgendwie Donkey Kong und Diddy Kong, glaube ich, dann in so einer Lore unterwegs sind oder so, wo man denkt, oh, das ist ja fotorealistisch irgendwie. Und als das Spiel dann kam, okay, das sieht wirklich auch jetzt noch ziemlich gut aus. Natürlich damals dann auf dem SD-Fernseher war das auch wirklich State of the Art. Aber mir hat das nicht so gut gefallen, weil ich diese Render-Grafik nicht so schön fand. Also die war schon beeindruckend, aber irgendwie wirkte das auf mich zwar plastisch, aber so wie jetzt irgendwie manchmal so Prinzessin Barbie oder so irgendwie aussehen. So 3D-mäßig, so ein bisschen plastisch, aber irgendwie nicht so richtig, richtig toll. Und ich fand vom Spielprinzip her das auch irgendwie nicht so ganz so sauber programmiert. Also mir fehlt da, wie du es eben schon gesagt hast, vielleicht so der letzte japanische Schliff oder dass da noch jemand drüber geguckt hatte. Und Rare, das war ja sozusagen dann eines der früheren Rare-Spiele und die sind ja eh dann dafür bekannt, dass sie tolle Grafik hatten und spielmäßig dann eher immer bei Nintendo abkupfern, aber nicht ganz ranreichen an die Technik. Also so ganz früh ist es ja nicht. Also Rare hat ja eh schon mit Nintendo zusammengearbeitet, schon bei NES-Zeiten, RC Pro-Am, Snake Rattle and Roll und solche Geschichten, die damals da gewesen sind. Aber ich glaube, zu dem damaligen Zeitpunkt hast du es eben auch noch nicht wirklich empfunden. Guck mal, da ist jetzt so ein westliches Studio oder irgendwie sonst was dahinter. Und ich glaube, also auch wenn ich die Grafik heutzutage natürlich mit dem anderen Auge betrachte und die Erfahrung dahinter ist, wo du dann sagst, oh, eigentlich haben die ja eh nur vorgerenderte Sprites genommen und aneinander gebaut, wo ist denn da so groß das technische Accomplishment, aber damals sind dir wirklich die Augen übergegangen. Auf jeden Fall. Also die Grafik war echt, echt hübsch verbaut.
Und selbst der Render-Look, der hat mich nicht wirklich dort gestört. Die sahen eben plastisch eben aus, wie coole computeranimierte kleine Figuren. Ich glaube, kam ja auch aus der Ära mit sowas wie einem Spiel, was auch ähnlich komisch gealtert ist wie Super Mario RPG, ne, was ja auch eines der wenigen komplette Render-Titel für das Super Nintendo dann dort ist. Das hat aber echt eine große Welle losgetreten. Also sei es nun irgendwie Clay Fighter oder so irgendwas, das ganz viel gerenderter Kram oder Killer Instinct oder sowas dann irgendwie rauskam. Man muss bedenken vor allem, dass die Ära, wo dann Donkey Kong rausgekommen ist, das wäre quasi der Wechsel in Richtung PlayStation 1 und Saturn gewesen, die natürlich dann mit Polygon 3D-Grafik dann zu überzeugen wussten oder überzeugen wollten auf jeden Fall. Und da ist eine Render-Optik quasi das, was Nintendo dem entgegenstellen kann. Wenn du nochmal ein 3D-Spiel rausgebracht hättest, hättest du, glaube ich, zu der Zeit nicht wirklich was gerissen. Kommen wir dann darauf zu sprechen mit Star Fox 2 nachher. Wo du das gerade jetzt einschiebst, mit dass schon PlayStation und Saturn vor der Tür standen, das war dann auch so ein Jahr später, als Donkey Kong Country 2 dann rauskam, das war glaube ich Weihnachten 95 dann, da war es bei mir genau ins Gegenteil verkehrt, da hatte ich nämlich dann eine PlayStation 1 schon gekauft und dieses olle Super Nintendo Ding, ja toll, das ist wieder hier mit dem Affen, ach guck mal 16-Bit ist ja voll lame. Es ging aber schnell, nur ein Jährchen, deine Loyalität ist weg. Dann hattest du die PlayStation 1 und da hattest du irgendwie Toshinden und Ridge Racer und Wipeout und Destruction Derby, da war das dann alles alter Käse und ich wollte den Kram nicht mehr haben und das habe ich wahrscheinlich schon mal in einem Podcast erzählt, aber ich werde auch glaube ich nie darüber hinwegkommen, ich habe irgendwann mal mein Final Fantasy 3 und mein Donkey Kong Country 2 gegen irgendein total beschissenes PlayStation 1-Spiel eingetauscht, weil ich einfach keine Kohle mehr hatte, nachdem ich mir die PlayStation geholt habe. Ich glaube, jeder von uns hat mal sowas gewesen. Ein Kumpel von mir hat für, ich glaube, MK Trilogy auf der PlayStation 1 sechs Super Nintendo-Spiele damals hier auf der Hamburger Börse dann gehen und teilweise auch gute Sachen dann drunter, so im mindestens vier- oder fünffachen Wert insgesamt von dem, was raus. Aber alter Kaffee ist es, ne? Kalter Kaffee und da bist du nur das neue coole Zeug von der PlayStation haben, das Polygone und Hi-Res-Zeug, was da ankommt. Du hast die Fortsetzung schon dann erwähnt, also erster Teil pflichte ich dir bei, war ich damals auch sehr, sehr geflasht. Ich habe es ein bisschen parallel zu Yoshi's Island damals gespielt, das kam ja so knapp ein halbes, dreiviertel Jährchen später raus und ich habe es nicht sofort zum Release an Weihnachten bekommen, sondern muss mir es erstmal zusammensparen als armer Ausländer hier. Und habe die beiden parallel gespielt, deshalb war ich zwar schon geflasht vor dem Teil, aber wenn du noch nebenbei ein Yoshi's Island dann hast, was für mich mit den besten Plattformen von Nintendo dann zählt, ist es spielerisch zumindest ein klein bisschen abgestunken. Na, was schüttelst du den Kopf hier? Ja, wir kommen natürlich jetzt ein bisschen vom Thema ab, wenn wir jetzt über Yoshi's Island sprechen. Ja, genau, deshalb. Ich war das nur anfühlen. Also Donkey Kong Country war schon nicht schlechter. So war mal kurz Pause. Ich mag bei Yoshi's Island diese weitläufigen Levels nicht so gern. Ich würde sagen, Super Mario World 1 ist besser als Donkey Kong Country, aber Yoshi's Island nicht. Wenn ich schon an Baby Mario denke, wird mir schlecht. Das ist auch absolut einer meiner Nintendo, ich vergesse es lieber. Ist das nicht dein Handy-Klingelton? Dein Baby Mario? Trant anruft und wieder irgendeine Frage hat. Nee, ich wollte das, ich war dann von dem nicht mehr so geflasht, dass ich mir die Nachfolger nicht direkt selber geholt habe, nur ein bisschen kurz reingespielt habe. Der Zweier kam ja knapp ein Jährchen später, der Dreier sogar 1997, eines der letzten Super Nintendo-Spiele. Ich kam es nicht 96 raus. Oder? Mal gucken. Nee, ich glaube tatsächlich tipp, 97, 96. Ah ja, 95 und 96, genau. Und es gab parallel dazu ja auf dem Game Boy noch die Donkey Kong Land-Reihe, die basiert hat zwar auf den Spielen, aber glaube ich komplett eigenständige Level gehabt hat. Ja, war auch nicht so schön. Aber es gab später mal Donkey Kong Country auch für Game Boy Color nochmal und das war recht beeindruckend für Game Boy Color-Verhältnisse. Also es war natürlich auch nicht Super Nintendo-Qualität, aber es kam dem doch sehr viel näher als die Donkey Kong Land-Spiele, die einfach nur monochrome Game Boy-Spiele waren. Und schon irgendwie das Gleiche sein sollten, aber halt auf einem ganz anderen Niveau. Und da hat man dann auch deutlicher gemerkt, dass die Spielbarkeit nicht so toll war und das wurde nicht mehr so kaschiert. Ich glaube, du hattest ja vor allem auch auf dem Gameboy dann die Umsetzung auf dem Gameboy von größeren Jump'n'Runs hatten meist tendiert, einen kleineren Bildausschnitt zu haben. Mhm. Also zum Beispiel das Super Mario Brothers auf dem Gameboy oder Gameboy Color nachher hatte eine wesentlich nähere Kamera und dass du nicht sozusagen so viel von deiner Umgebung sehen kannst und die waren dadurch automatisch ein bisschen schwerer. Und etwas, was Donkey Kong Country nicht sein musste, war noch schwerer werden teilweise. Ja, weil das ist schon recht knackig geworden, wenn du vor allem dann auch die ganzen geheimen Sachen einsammeln wolltest und auf deine 100, 500, 6% oder wie viel das Spiel gegangen ist, dann kommen willst.
wollte noch mal kurz einschmeißen, bevor wir zu den nächsten Sachen weitergehen. Donkey Kong Country fand ich sehr schön, die Musik. Speziell ja. im zweiten, ersten, zweiten, dritten Teil. Also wenn der erste Teil losgeht und du den alten Cranky Kong siehst am Leierkasten. Also jeder hat die noch im Gehör. Dün, 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 dün. Und dann wirklich das Super Nintendo echt sehr, sehr, sehr gut ausgenutzt mit den mit dem Soundchip, der drin gewesen ist. David Wise, glaube ich, englischer Soundtüftler, hat die Soundtracks gemacht für die Datei und viele von den Musiken, selbst wenn man die Spiele nicht gespielt hat, tauchen überall bei YouTube bei diesen Best Collections of Best Super Nintendo Music dann immer dazu. Und ein weiteres Fall, Cranky Kong habe ich gerade angesprochen, auch wenn es einem nicht direkt dann immer sofort auffällt, Cranky Kong ist eigentlich der Donkey Kong aus den ersten Spielen. Ja. Ah, okay. Ja. Da fällt mir auch noch eine andere Sache ein, die ich eben gleich eigentlich schon einwerfen wollte. Und zwar, was ich an Donkey Kong jetzt auch insgesamt oder an den Donkey Kong Country Teil nicht so gut fand. Mir kam das immer ein bisschen vor wie Sonic and his Shitty Friends. Also die ganzen Charaktere, die bei Donkey Kong auftauchen. Ich wette, ihr kriegt keine fünf Namen von denen zusammen. Doch, Funky Kong. Cranky von den Bösen. Wie heißt denn dieses komische Krokodil und so? Die waren doch alle so. King K. Rool. Ah, ja, verdammt. Okay, du hast die Serie wahrscheinlich auch noch geguckt oder diesem Fernsehen nee, die gehabt, die war auch so gerendert. Ich kenne diverse Namen. Na gut, man kann sagen, so jemand wie Diddy Kong als Sidekick für Donkey Kong, was im ersten Teil dazukommt, darüber hatten wir, glaube ich, auch nichts gesprochen, dieses quasi, konnte man das auch zu zweit spielen, dass man zwischen Donkey und Diddy Kong gewechselt? Normalerweise konntest du dann immer ja den Knopf drücken, dass du einen oder der anderen dann benutzt und es war wie so eine Art Zwischenleben, ne? Wenn man einen der Affen verloren hat, da konntest du ja nochmal mit dem anderen weiterspielen, bis du den nächsten dann eingesammelt hast. Diddy Kong fand ich noch okay, aber da will ich dir beipflichten, es wurde immer ein bisschen absurder. Dann kam Dixie Kong und irgendwie Wie hieß das Baby dann, das Riesenbaby? Gott, das weiß ich nicht mehr. Aber wenn ich es wüsste, ich würde es nicht sagen. Es wurde ein bisschen absurd, aber ich mag Cranky Kong und nicht eben zuletzt, weil das der originale Donkey Kong eben aus den ersten Teilen ist. Der Donkey Kong, den man seitdem kennt, ist nicht der erste eben, der allererste Donkey Kong, sondern es ist sein Enkel. Ja, und hat einfach nur den Namen übernommen und die Krawatte trägt er, glaube ich, auch ein bisschen anders. Der hat ja jetzt auch ein DK-Zeichen vorne drauf. Ich glaube, ich muss an dieser Stelle einfach mal, weil es Zeit dafür ist, den Donkey-Rap einspielen. For you, if you know the words, you can join in too. Put your hands together if you want to clap as we take you through this monkey rap. DK, Donkey Kong, he's the leader of the bunch. You know him well, he's finally back to kick some tail. So, das war der Donkey Rap. Super. Donkey Kong Country, Super Nintendo, Donkey Kong Land auf dem Game Boy und später auf dem Game Boy Color mit dem Remake, was nachher gekommen ist. Über das nächste Spiel hatten wir eigentlich uns schon sehr, sehr zur Genüge ausgelassen im N64 Cast, aber kannst du gerne noch ein bisschen was zu deinen eigenen Sachen einpflichten, Marc. Donkey Kong 64 auf dem N64. Hast du es gespielt oder ist es an dir vorbeigegangen? Nee, ich habe es nur wirklich ein bisschen gespielt, aber zu der Zeit war ich auch echt drüber über diesen ganzen Mario 64-Klon und das mag bestimmt irgendwie tolle Elemente haben und auch so wie Conker oder so irgendwie, aber irgendwie hat mich das nicht wirklich gereizt und das war, glaube ich, auch eins von den Spielen, die dieses Expansion Pack genutzt haben, so wie Perfect Dark und wie heißt denn das? Majora's Mask hat es auch benutzt und deswegen weiß gar nicht, hatte ich das damals schon? Doch, ich hatte das, glaube ich, schon. Aber das war ein Spiel, was ich echt nur so ein bisschen gespielt habe. Aber das hat mich überhaupt nicht gefesselt so richtig. Und das hat auch echt ganz schön geruckelt, fand ich. Ja um's festzuhalten eben, also wie gesagt, näher ausgeführt im Rare-Podcast und im N64-Podcast. Eines der, sagen wir mal, mit weniger guten Willen empfangenen Jump'n'Runs von Rare gewesen. Sehr, sehr sammellastig, dass man sehr viel herumlaufen musste und Zeug ansammeln musste. Expansion Pack war vorausgesetzt, Grafik war hier und da ein bisschen zurück. Es sind nicht so viele Leute damit leider warm geworden und hat für Donkey Kong auch eine recht lange Pause dann danach bedeutet. Ne? Also eigentlich, man dachte ja, Donkey Kong Mitte der 90er ist jetzt so in full swing, haha, no pun intended. Dass da es richtig jetzt mit den Spielen weitergeht. Aber ähnlich wie bei Metroid gab es nach dem Teil dort, zumindest auf dem N64, so eine kleine Pause. Und Donkey ist eigentlich erst wieder mit eigenen Spielen aufgetaucht, Mitte der 2000er auf dem GameCube mit zwei Serien, die Spezialhardware verlangt haben. Mhm. Ja, welche Spezialhardware war das? Was hat man da an den Game...
Trommeln, Bongos. Von den Dingern habe ich noch 4 zu Hause rumstehen. Und jeder hat diese Bongos zu Hause, ne, weil die so günstig waren. Die wurden dann so verramscht, dann hast du die echt so nachgeschmissen bekommen. Ja, aber da regt sich jetzt noch einer auf, wenn man irgendwie 5 Gitarren zu Hause hat, so, aber Hauptsache ein paar Trommeln zu Hause rumstehen. Ich hab nur einen Zweiersatz Trommeln, aber dafür habe ich 9 Gitarren zu Hause. Ja, aber das fand ich total super. Also Donkey Kong war das eine Spiel natürlich, oder die eine Serie. In Japan gibt es davon 3 Teile, die natürlich nur so japanische Musiktracks genau irgendwie drauf erzähl haben. Mal, wie funktioniert Donkey Kong? Also das funktioniert so, dass man auf dem Bildschirm so in typischer Bimani-Manier, ich glaube, rote und gelbe Icons über dem Bildschirm flitzen sieht und zu einer bestimmten Zeit muss man halt immer auf die Trommeln links und rechts schlagen und dann gibt es noch Klatschen, auf beide gleichzeitig hauen und dadurch kann man dann sozusagen einen Beat nachspielen, den der Song vorgibt. Genau, also viel mehr an den Spielen ist auch nicht viel mehr dran. Es ist ein Bimani-Spiel mit Trommeln eben. Mhm. Sehr. Ich hatte den ersten Teil mir damals geholt als Guitar Hero Bimani-Fan, muss ich natürlich mal ausprobieren. Es ist durchaus spaßig. Ich glaube, die Musik dort alle war nachgespielt. Die hatten keine echt lizenziert. Die durften keine nehmen, ja. Ja, aber dafür solche, ich habe immer nur hier so ABC, so Jackson 5-Musik oder sowas in dem Stil war dabei. Oder klassische Nintendo-Tunes waren da auch mit bei, was halt echt auch geil war. Oder irgendwelche Klassiker, die halt Lizenz befreit oder GEMA befreit waren. Das waren eigentlich auch wirklich die coolen Sachen, diese Klassik-Sachen und die Nintendo-Songs, weil diese ganzen eingespielten oder nachgespielten Pop-Songs, das war so typisches, weichgespültes Family-Zeug, wie du eben schon sagst, so Jackson 5, was man auch mittlerweile, glaube ich, echt in jedem Musikspiel schon hat. Da war doch auch allem. Totaler Rock und so dabei beim Ja, aber das war schon alles, so Avril Lavigne-Rock war das vielleicht, also so richtig geile Sachen find waren ich, da, glaube ich, nicht mit drin. Finde ich gut. Nee. Also da waren echt ein paar Jahre drin. Also ich weiß, dass ich immer ein bisschen enttäuscht war von der Songliste, weil es halt, da waren halt keine richtig geilen Sachen und Überraschungen oder sowas dabei. Ja. Du hast gesagt, Marc, es gab 3 Teile in Japan, in Europa und in den USA wurden 2 veröffentlicht. Ich glaube, innerhalb von Europa und den USA gab es sogar in den Songlisten jeweils ein paar Unterschiede. Mhm. Problematisch wurde es, obwohl es für den GameCube Importmöglichkeiten gab, mit Freeloader, Booten und so weiter. Das war eines der Spiele, wo selbst mit Umbau und allem drum und dran hat es nicht wirklich auf PAL-Konsolen funktioniert, weil da war das Timing auf einmal dann nicht mehr richtig so, dass deine ganzen Rhythmuseingaben nicht richtig funktioniert haben. Und du konntest also keine japanischen oder US-Spiele mit Donkey Konga hier vernünftig dann auf deinem PAL, N64, auf deinem PAL GameCube dann abspielen. Deshalb ist viel von dem Potenzial hier daran flöten gegangen. Was interessanter war, fand ich, aber wenn du die Bongo schon mal zu Hause stehen hattest, ein Spiel, was leider dann sich so extrem auf sein Gimmick versteift hat, dass es nur mit den Bongos zu Beginn funktionierte, deshalb leider auch bei vielen unterm Radar durchgeflogen ist, war Donkey Kong Jungle Beat. Super Spiel, total super gut, geil. Ja. Also das ist echt richtig cool. Also da ist es halt so, dass man mit links und rechts auf die Trommeln schlagen läuft, nach links und rechts, und wenn man auf beide drauf hat oder klatscht, dann springt man, glaube ich. Hört sich am Anfang ein bisschen komisch an, aber erstmal ist die Grafik wirklich fantastisch. Eigentlich relativ, würde ich mal jetzt übertrieben sagen, nah dran an der Wii-Version sogar. Also es wirkt richtig hochwertig. Und Endgegner total witzig, die Kämpfe und Figuren total lustig. Und ich habe das wirklich, ich glaube, halb durchgespielt in einem Rutsch und hatte danach irgendwie, meine Hände waren wie blutiges Steak. Die waren echt wund. Ich gebe dir da prinzipiell recht, das stimmt alles und habe ich auch genauso empfunden. Das Einzige, was ich da ein bisschen enttäuschend fand, das fand ich damals auch bei Donkey Kong Country immer, obwohl das von anderen Entwicklern gemacht wurde, war, dass die Endgegner, glaube ich, nicht so abwechslungsreich waren. Kann es sein, dass die sich dann irgendwie wiederholt haben in verschiedenen, in so leichten Variationen oder mal anders eingefärbt? Das war das Einzige, was ich schade fand. Ansonsten war das echt ein super cooles Spiel und ich hätte mich gefreut, wenn mehr Leute die Möglichkeit gehabt hätten, das zu spielen, wenn es halt nicht diese Bongos oder so vorausgesetzt hätte oder man das ein bisschen cooler in den Markt gepusht hätte, weil das war echt einfach toll und ich glaube, die Leute, die das gemacht haben, haben später auch Mario Galaxy zum Beispiel entwickelt für Nintendo dann und du hast schon gemerkt, die haben echt was drauf und die machen schöne Spiele und das war auch so ein Wohlfühlspiel einfach für mich persönlich und fand ich toll und gab es ja dann später, wie du schon gesagt hast oder du, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt gerade jemand gesagt hat, aber... Wir haben es, glaube ich, nochmal kurz hier eingefocht. Naja, es gab es später. Es wurde für Wii neu aufgelegt mit ohne
Bongo-Steuerung, sondern mit V-Mode. Ich weiß gar nicht, musste man da schütteln dann? Ja, wahrscheinlich schon, oder? Ich glaube, ein bisschen geschüttelt war da auf jeden Fall dabei, obwohl du hattest dann trotzdem, dass du mit dem Analogstick dich dann bewegen konntest. Ne? Die Bongos konntest du eben, hättest du anschließen können an die Wii, aber wurde trotzdem nicht unterstützt, glaube ich, von den Spielen. Wie ist es? Wii New Play Control-Reihe. Play Control-Serie, ja. Genau, aber du konntest halt auch nicht mit dem Controller dann steuern oder mit dem GameCube-Pad jetzt über an die anderen spielen, sondern musstest dann wirklich dann mit der Bewegungssteuerung. Ich habe nicht mehr exakt die Steuerung im Kopf. Ich glaube, die war aber ein bisschen einfacher zu bewerkstelligen als das, was später auf der Wii dann gekommen ist, wo man weniger schüttelt zum Springen und so weiter. Aber wenigstens schön, dass man das mit der Wii-Version, diesen kleinen verkannten Titel, nochmal nachholen kann. Auch wenn die Bongo-Steuerung schon was recht Besonderes gewesen ist, aber das ist ein Titel, der nicht steht und fällt, ob du den Bongo-Controller verwendest oder nicht. Dann gibt es noch ein Spiel, das nur in Japan rausgekommen ist, das mit diesen Jet Race heißt das, glaube ich, Donkey Kong. Nee, ist auch hier zu lange rausgekommen. Das ist lustig, ja. Entschuldigung. Ja, wir haben uns gerade heute Morgen darüber unterhalten und wir hatten das auch beide nicht auf dem Zettel. Das ist vor 2 oder 3 Jahren auch in Deutschland rausgekommen. Also, konnte man das dann auch mit den Kongas spielen oder konnte man das nur mit den, weil in Japan konntest du die Kongas spielen? Es war nur für die Wii rausgekommen. Es war geplant für den GameCube. Also wir reden gerade von Donkey Kong. Spiel, Donkey Kong Jet Race heißt es hier. Genau, also Donkey Kong Jet Race in den USA bekannt als Donkey Kong Barrel Blast. Ich glaube, wer damals die ersten so Renderbilder oder sowas vom GameCube gesehen hat, da gab es ja quasi wie wild, dass Donkey Kong auf einem Rhinoceros sitzt und damit auf der durch den Dschungel läuft, quasi als so eine Art Rennspiel. Daran gedacht, das ist für mehrere Jahre liegen geblieben und dann auf der Wii rausgekommen, 2008, 2009 oder sowas, als Jet Race. Und man hat die Bongos natürlich nicht benutzt, weil es ist ein Wii-Spiel und da waren die Bongos nicht dabei, aber du bist auf Bongos sozusagen gefahren. Ach so, genau, und dann kommt man dann dadurch dann boosten und wenn man draufsteht, so. Ja, genau. Also die wurden grafisch verbaut im Spiel, aber das Spiel selbst hatte Anleihen eher an so einem Kirby Air Race oder so einem Snowboard-Spiel eben, womit du so den Abhang herunterfährst. Ich habe selber nicht gespielt, ich habe mir vorhin mit Fabian zusammen das Video einmal angeguckt. Es hat, glaube ich, keine so guten Wertungen bekommen, aber vom Spiel her, es sah durchaus spaßig aus. Es gibt wahrscheinlich seinen Grund, warum es keine guten Wertungen hat, aber ich glaube, es hätte durchaus Potenzial gehabt, was Nettes zu werden. Ah, lustig, ich wusste gar nicht, dass es davon eine US-Version war, weil ich wollte das damals vorbestellen, weil ich da auch irgendwie heiß drauf war. Dann habe ich auch die ersten Wertungen gesehen und dachte dann so, okay, da spaß dir die Kohle. Gab's auch in Germanien. Ja. Das ist ja unglaublich. Es ist echt komisch, weil keiner von uns kann sich daran erinnern, das irgendwann mal von Nintendo bekommen zu haben. Und das ist dann, was ja echt seltsam ist, weil du hast es ja, Nintendo veröffentlicht ja nicht so viele Spiele pro Jahr. Und irgendwie hätte man das ja noch im Gedächtnis von wegen, das haben die damals geschickt und das steht jetzt noch hier im Regal oder du wüsstest auch, wie das Cover aussieht. Aber ich hätte jetzt echt nicht mal sagen können, ist das in Deutschland rausgekommen oder ist das Spiel jemals überhaupt rausgekommen? Und das wundert mich. Es gibt das ganz normal auch bei Amazon und Co. Zum Kaufen. Das ist vielleicht dasselbe Schicksal wie damals die komische N64-Version von Indiana Jones, die es angeblich geben soll. Aber die gibt es auch. Ich bin auch der Meinung, dass es die gibt. Klar, aber ich kriege mal Schläge bei eBay kaufen. Also die gibt es definitiv. Die US-Version hattest du vorhin ja auch nochmal rein zufällig reingeguckt. Die gibt es tatsächlich relativ günstig. Ja, ich kann es für $20 in Amiland bestellen, Indiana Jones für N64. Das scheint da nicht so selten zu sein. Sehr merkwürdig. Jetzt bastle ich das in PAL-Modul rein und verscherbel das bei eBay. Ja, so wie so ein übersetztes Secret of Mana 2. Das machen auch Leute. Original und so, ne? Genau, original Deutsch. Oder verkaufst du MVS-Versionen als original Neo Geo-Spiele? Ja, ich habe zu Hause noch 12 Kizuna Encounters rumstehen. Ja, du hast die restlichen 30 Kizuna Encounters. Die dann nie gemacht wurden. Ja, Donkey Kong Barrel Blast, ein eher Titel, der nicht so in der Öffentlichkeit steht. Zwei weitere Titel kann ich mich auch erinnern, die habe ich selber kurz mal gespielt, die habe ich aber immer so bei Karsche in der Auslage damals gesehen, als ich noch dann durchgegangen bin, nach Schnäppchen geguckt habe. Das war eine Spin-Off-Serie auf dem Game Boy oder Game Boy Advance und später auf dem Nintendo DS. Donkey King of Swing und wie ist das andere nochmal? Jungle Climber. Ich habe das GBA-Spiel damals getestet für ein Magazin, wo ich gearbeitet habe. Das war ganz cool. Ich glaube, es hat ein bisschen auf den Schultertasten basiert, die Spielmechanik, wo man sich immer umso Blöcke, an die man sich greifen konnte, da konnte man immer so links greifen oder rechts greifen und so hat man sich irgendwie in den Levels nach oben gearbeitet oder nach links und rechts. Das war eigentlich total anders als alle anderen Donkey Kong-Spiele. Das war ein nettes Geschicklichkeitsspiel. Mhm.
Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass mir das in irgendeiner Form groß im Gedächtnis geblieben wäre. Und wenn es wahrscheinlich irgendwelche No-Name-Helden benutzt hätte, würde sich kein Mensch heute mit dran erinnern. Was jetzt bei Jungle Climber auf dem DS dann anders war, weiß ich tatsächlich gar nicht, weil das dann auch mehr oder weniger mir vorübergegangen ist. Ich weiß nicht, hat von euch das einer nochmal gezockt später? Nee, nicht wirklich. Nee, also ich weiß, es ist vom gleichen Team und soll eben so quasi als Fortsetzung gelten. Ich denke mal, es ist wahrscheinlich ein ähnliches Spiel, nur jetzt mit mehr Touch. No. Stimmt, das war dann bestimmt mit irgendeinem Touch-Gedöns. Ja, du musst ja was da unter, du musst mit dem Mikrofon pusten, damit ja. Donkey dann hochgeschleudert wird. Nach diesen kleinen Ausflügen auf den Handhelds hat es einige Jahre gedauert, aber... Dann kam das beste Donkey Kong Country-Spiel aller Zeiten. Scheiße, das beste Donkey Kong-Spiel, wollte ich sagen. Das beste Donkey Kong-Spiel? Ja. Sagst du das auch so oder bist du da sarkastisch? Nein, das ist kein Sarkasmus. Ich habe mich da mega drauf gefreut, weil das hat ja Retro gemacht. Also die Leute, die auch Metroid irgendwie in die dritte Dimension gebracht haben für Nintendo... Und da muss ich sagen, das hat für mich alles erfüllt, was ich mir davon irgendwie vorgestellt habe. Das war grafisch wieder toll, das hat einen tollen Soundtrack. Der einzige Wermutstropfen, ich nehme es gleich vorweg, weil ihr werdet eh noch das Spiel genug bashen jetzt. Man war leider gezwungen, minimal mit Bewegungssteuerung zu spielen. Aber das hat funktioniert, wenn man sich irgendwie eine Stunde mal reingefuchst hat. Und es war so herausfordernd, so toll. Es gab so viele versteckte Sachen, die man finden konnte. Und ich habe das wirklich 100% durchgespielt. Das war so mein Spiel um das letzte Weihnachtsfest rum, also Weihnachten 2010. Da habe ich mich wirklich, glaube ich, eine Woche lang quasi rund um die Uhr da rein verbissen und habe es dann alles rausgenerdet, was irgendwie ging. Ich gebe zu, es gibt Sachen, wo man natürlich drüber streiten kann, weil es einfach mehr oder weniger ein Auswendiglernen der Levels ist, gerade in den späteren Welten, wenn man da alle... ich weiß gar nicht mehr, es gab, glaube ich, die Kong-Buchstaben und es gab noch irgendwas anderes, was in jedem Level mehrfach verteilt war. Wenn man das finden wollte, gab es ganz viele Stellen, wenn man einmal vorbei war, dann konnte man das nicht mehr kriegen. Dann musste man sich totgehen lassen und musste bewusst Check halt nochmal zurückgehen und das nochmal spielen. Da verstehe ich voll und ganz, wenn Leute sagen, du, das nervt mich irgendwie und das ist schlechtes Spieldesign. Aber ich fand es okay. Das war echt eine oldschoolige Herausforderung. Und ja, also es ist für mich eins der besten Wii-Spiele und auch eins der besten Jump'n'Runs der letzten Jahre tatsächlich. Also du hast im Endeffekt eigentlich alles zusammengefasst, jetzt brauchen wir nur noch den Namen des Spiels sagen, Donkey Kong Country Returns. Ach so, hab ich dir nicht gesagt. Ende 2010. Ja, die Begeisterung. Okay. Das kannst du einfach davor schneiden dann. Das kann ich einfach umdrehen. Oder sag den Leuten, spult einfach mal jetzt dann zurück, damit ihr euch den Rest anhören könnt. Aber ja, du hast eigentlich schon so ziemlich alles ausgeführt, was man ausführen möchte, von den ehemaligen Metroid Prime-Machern bei Retro gemacht, im Geiste der alten Donkey Kong Countries, was Level-Design, was Schwierigkeitsgrad, was vor allem, wo ich sehr beeindruckt war, ich fand die Optik sehr, 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 sehr gut. Also ja. 60 Frames. Ja, also grafisch ist echt auch ein absoluter Hammer und Retro Studios, auch einer meiner Lieblingsentwickler, auch für den GameCube mit den Metroid Prime Teilen. Das Spiel ist auch echt super, also ich muss eigentlich Fabian dabei pflichten. Was mich nur ein bisschen gefrustet hat, waren also in meiner Meinung nach ziemlich viele Trial-and-Error-Sachen, dass man echt das Gefühl hat, okay, du gehst erstmal einmal drauf, um zu checken, was denn da entgegenkommt, weil das Spiel auch relativ schnell war. Dann die aufgezwungene Steuerung, dass wenn man die Wiimote bewegt, also nach unten bewegt, dass man dann rollt. Und ich bin damit einfach nicht klargekommen, dass man teilweise erst in den Abgrund rollen muss und dann rausspringen wieder, um an irgendwelche Buchstaben ranzukommen. Ich fand das von der Spielmechanik ein bisschen komisch. Und dass man das nicht umlegen konnte. Also ich hätte es lieber gespielt mit Rollen auf B, weil ein Knopf war, glaube ich, übrig. Und das hätte man irgendwie machen können. Ja, das stimmt. Aber was du ansprichst, diese Mechanik, dass man in den Abgrund rollen muss bewusst, um dann nochmal zu springen, um einen Buchstaben zu sammeln, das war halt auch was die alten Donkey Kong Country-Spiele schon gemacht haben. Deswegen mochte ich das bei den alten schon nicht und ich hatte eigentlich gehofft, dass sie das ein bisschen verändert hatten. Ansonsten wirklich ein tolles Spiel, aber hatte auch wieder das, ich hatte da auch das, was du bei Donkey Kong, Jungle Beat hattest, dass man immer gleiche Endgegner irgendwie hat oder immer wiederkehrende Gegner, dass das irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, also da waren ja mehrere Endgegner, waren doppelt sozusagen. Ja, stimmt. Nur bei dem einen brichst du dann oben durch die Decke durch. Also ich habe es auch fast ganz durchgespielt. Und was mir dabei aufgefallen ist, bei den alten Donkey Kong-Teilen hatte man nicht so viele Leben. Und das war eigentlich bei Donkey Kong Country Returns immer schon für mich das Zeichen, okay, du kannst 50, 60 Leben haben, das wird schon seinen Sinn haben. Und ich habe das mit Aaron zusammen gespielt und Aaron ist halt auch so ein großer Donkey Kong Country-Fan gewesen und hat es dann gewesen und hat dann für mich mal ein bisschen gespielt und ist wirklich an der einen Stelle 20 Mal draufgegangen. Und dann habe ich ihn nur so angeguckt und dann meinte er so,
challenging und hat gelächelt. Und wirklich, als ich das getestet habe, ich wäre am liebsten, das hatte ich, glaube ich, damals auch getwittert, am nächsten Tag ins Zoo gegangen, ins Affengehege und hätte alle Affen verprügelt, weil ich so hassig war auf diesen ganzen Donkey Kong-Scheiß. Die Schlagzeile wäre sehr interessant geworden, vor allem. Redakteur verprügelt Affen im Gehege. Erinnere mich ein bisschen hier, kennst du Prinny auf der PSP? Ah. Ja, wo du von Haus aus 1000 Leben, also 1000 verschiedene... Und dann wird runtergezählt. Genau, und dann wird konsequent eben, du musst auch wirklich fast alle 1000 Leben aufwenden. Ja, das ist das Spiel dann. Auch ein Haarspiel, ja, das ist echt dieser Pinguin. Ja, also ich kenne das Spiel, aber ich habe es nicht lange gespielt. Braucht man da wirklich die 1000 Leben? Das ist sauschwer. What's your problem, Prinnies? You wanna fight me, do ya? It sucks to be you! Ja, das war bis jetzt aber so der letzte große Auftritt von Donkey Kong, aber das Ding war ja trotz kleinerer oder größerer Anmerkungen, die Leute dann daran hatten mit dem Schwierigkeitsgrad, dass die Steuerung vielleicht hätte auf einem Pad oder auf der Wiimote auch anders funktionieren können, aber insgesamt sehr, sehr positiv aufgenommen wurde und ich glaube auch, gute Wertung gekriegt überall. Genau, hat die Türen eben da geöffnet, dass dann demnächst eins kommt und ich glaube auch, wenn Nintendo da nichts offiziell angekündigt hat, so ein Donkey Kong Country Returns 2 ist eigentlich so sicher wie das Arm in der Kirche. Meint ihr eher noch für Wii oder für Wii U dann schon? Wii U, auf der Wii kommt nichts mehr von Nintendo eigenes. Oh, außer Zelda. Meinst du echt gar nichts 100%. Mehr? Also Kirby kommt ja noch eins raus. Ja, aber dann, also es kommt, das ist ja kein richtig großer Titel. Ich weiß gar nicht, ob das von Hell überhaupt ist. Aber keine großen Nintendo-Lizenzen kommen mehr. Ja. Wahrscheinlich sagen sie das und am Ende, ach übrigens, wir haben doch noch das. No? Ja, vielleicht graben sie auch für 3DS nochmal irgendwas aus. Vielleicht machen sie ein Remake von der alten Trilogie oder irgend sowas. Ja, wobei es wahrscheinlich zu viel Arbeit ist, das irgendwie... Ach, wer weiß, dann wird es durch den 3DS-Filter gejagt und schon hast du 3D gerade. Ja, aber sie haben es ja schon mal, ja okay, weil sie haben es ja schon mal für den GBA komplett geremaked. Es wäre eigentlich fast ein bisschen unverschämt, was nicht heißen muss, dass Nintendo es nicht machen wird. Ja. Ihr seid ja hier die kleinen Hater, was? Nein, ich bin Nintendo-Fan, aber sie sind natürlich... Ich gehe nachher ins Bett mit meiner Nintendo-Bettwäsche und werde friedlich schlafen können, ihr nicht. Snake, watch out! For what? That pink marshmallow? That's Kirby. Also known as Kirby from Dreamland. He's from another planet. In other words, an extraterrestrial. He's got a powerful stomach that lets him swallow and digest anything. And he also has a copy ability that allows him to mimic opponents, steal their moves, and use those moves against them. On top of that, he has the power to fly around the stage. So once he's got you in his sights, there's no place to run. Huh? Yeah. Got it. I'll keep an eye out. Gut, also Zukunftsaussichten, ob auf der Wii, höchstwahrscheinlich nicht, aber lass uns zum anderen großen Charakter von Nintendo kommen, der eine fast schon ähnlich lange Geschichte hat wie Donkey Kong, aber dafür mit wesentlich weniger Haaren und Extremitäten ausgestattet ist, nämlich der liebewerte Kirby. Kirby, you! Hat er denn eine Stimme oder so Soundeffekte oder sowas? Nee, Kirby macht echt gar keine Geräusche, Kirby oder? Macht eigentlich nichts. Ne? Der hat so keine Saugengeräusche, ja. Ja, genau. Der hat immer so Probleme mit Magen-Darm, dass er immer sehr viel Luft verliert anscheinend. Nee, aber kurz, lass mir mal ein paar Daten zu Kirby erfahren. Kirby wurde erfunden damals von dem Vater von Smash Brothers, Masahiko Sakurai. Der hat damals für Hell gearbeitet, eine Firma, die sehr eng mit Nintendo verbandelt war. Und er hat Anfang der 90er sollten Hell für Nintendo ein neues Jump'n'Run machen. Dort war die Idee eben, etwas zu nehmen, was jetzt nicht mit Mario und so weiter dort zu tun hat. Und es wurde ein Jump'n'Run gemacht, wo es ein Platzhalter gegeben hat, der hieß Popopo. Das war so ein rundes, graues irgendwas, ja, bis mal die richtige Idee kommt für den richtigen Hauptcharakter, aber mit Design dieses Spiels, was sich später als Kirby's Dream Land auf dem Game Boy Classic dann herausgestellt hat, wurde das runde, amorphe Design oder sowas immer attraktiver für Sakurai, sodass es letzten Endes dann dabei geblieben ist. Es ist dann Kirby draus geworden. Kirby, der kleine runde Blob, der herumläuft und Gegner einsaugen kann mit der Luft, der sich aufblasen kann wie ein Ballon, damit herumfliegt, später Gegner aufgesaugt und deren Fähigkeiten geklaut hat. Irgendwie, es könnte auch ein ganz harter Horrorfilm sein, irgendwie, ne? Der frisst die Leute auf und übernimmt dann ihre und übernimmt die dort Körperfresser ihre, ist es halt quasi. Genau, eigentlich schon. Die Körperfresser kommen auf dem Gameboy. Für Kinder. Ja. Genau, Kirby hieß damals noch Popopo. Wie sein Name zustande gekommen ist, Kirby wird noch debattiert. Ich glaube, Sakurai hat selbst gesagt, er hat es vergessen, wie es letzten Endes gewesen ist. Ja, klar.
Ja, natürlich. Das vergisst man noch nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind die Japaner einfach da ein bisschen vergesslicher, was es angeht. Auf jeden Fall spekulativ gibt es zwei mögliche Namensquellen. Einmal, es gibt die Kirby-Staubsauger-Serie. Staubsaugerfirma, in, ja, das habe ich auch in den USA, was natürlich, glaube ich, ganz lustig wäre, wenn er nachbenannt war. Und Nintendo nennt gerne auch Charaktere oder Serien irgendwie nach Leuten, die sie kennen, wie Mario, der Lagerarbeiter gewesen ist, wo die Donkey Kong-Maschinen damals gestapelt haben. Hier soll es angeblich John Kirby, der Nintendo-Anwalt der damaligen Zeit gewesen sein. Also vielleicht war der Name auch von ihm dort abgeleitet. Ich habe jetzt da gerade mal eine interessante Überlegung zu, ob ihr das zufällig wisst. Vielleicht, wenn der, also ich meine, das war auf dem Game Boy ja damals grün oder grau. Mhm. Das heißt, der Kirby war ja gar nicht pink oder rosa. Er war grau. Das ist doch die Geschichte mit dem Cover. Ja, aber wussten die? Ach so, der war auf dem Cover aber schon pink dann, oder? Nee, er war grau auf dem Cover. Auf dem japanischen war er rosa und auf dem amerikanischen, die haben es irgendwie verbockt, da war irgendwie grau oder weiß. Okay, aber weil die hatten ja vorher wahrscheinlich in dem Charakter, im Design aber schon angelegt, das Vieh soll eigentlich rosa sein, ja. Wir können es aber nicht machen. Also Sakurai wollte ihn rosa machen, Miyamoto wollte ihn gelb machen. Mhm. Aber die Ähnlichkeit zu Pac-Man? Ja, genau. Oh, ja. Stimmt. Rein zufällig. Letztendlich hat sich Sakurai durchgesetzt und hat dem Spiel ja auch, glaube ich, so mit dem gelben Charakter, ich glaube, es passt besser, wenn es dann pinker ist. Auf dem Game Boy hat es ja nicht so besonders viel ausgemacht. Ne? Also ich kann mich auch nur an das Cover mit dem grau-weißen Kirby erinnern, was hier in den Regalen dann gewesen ist. Das hat sich eh dann mit dem nächsten Spiel dann korrigiert, dass er dann seine korrekten Farben gehabt hat. Auf dem Game Boy selber gab es auch längst der Super Mario Land 2, Six Golden Coins, was da auch eins der größten und besten Jump-Runs auf dem Game Boy gewesen ist. Da fand ich das Kirbys fast schon ein bisschen simplistisch. Ja, ich glaube da aber auch, dass Kirby war so ein bisschen was, also das ist natürlich jetzt ein bisschen gewagter Vergleich, und das stimmt auch nicht ganz, aber vielleicht auch sowas, was Nintendox später mal irgendwie war. Also ich kann mich erinnern, ich war damals 11 oder 10 und das hatten viele Mädels so an der Schule. Also viele Leute hatten einen Gameboy, ich auch. Und die Mädchen haben alle Kirby gespielt, weil es war halt so ein Spiel, das war sehr knuddelig, es hat halt nicht unbedingt auch Jungs angesprochen und es war auch sehr einfach und sehr zugänglich und hat so irgendwie die Mädels da abgeholt und konnte die auch für solche Spiele dann begeistern, die dann vielleicht auch mal Mario oder sowas darauf hingezockt haben, was sie vorher vielleicht nicht so angesprochen hat als Jump'n'Run. Und ich muss jetzt auch sagen, ich fand es damals auch ein bisschen zu knuddelbunt und simpel. Ja, also es war auch eine Überraschung, muss ich jetzt für mich persönlich sagen, dass er dann sich zu so einem großen Helden irgendwie etabliert hat, ja, innerhalb der Nintendo-Reihe. Ich glaube, du hast da auch absolut recht. Also es sollte eigentlich eher ein einsteigerfreundlicheres Spiel sein, das eben auch neue Käuferschichten dann erschlossen hat und ist nicht zuletzt mit so knapp 5 Millionen verkauften Exemplaren auch eines der erfolgreichsten Spiele, was für den Game Boy hier rausgekommen ist. Ich glaube, das dritt- oder viertmeist verkaufte, was es auf der Plattform dort gegeben hat. Und es hat von Haus aus gleich funktioniert, anscheinend ist gleich mal als Serie etabliert. Nicht allzu langen Abstands, also nicht mal fast ein halbes Jahr später, ist dann auch der nächste Teil und der erste Heimkonsolenteil von Kirby gekommen, Kirby's Adventure auf dem NES, wie wir vorhin erwähnt haben, jetzt dann offiziell auch in Pink, Pretty in Pink, sozusagen der Kirby und was auf dem Gameboy-Teil noch nicht vorhanden war, dort konntest du zwar die Gegner einsaugen und ausspucken, jetzt konntest du aber auch teilweise ihre Fähigkeiten dann eben übernehmen, indem du dann gewisse Hindernisse im Level dann überwunden hast und Gegner besser angreifen konntest, aber was natürlich ein Trademark geworden ist. Ne? Mhm. Speziell, wenn du sowas siehst wie jetzt bei Smash Brothers, wo es ja ein integraler Bestandteil des Kampfes ist, wenn du mit Kirby dann dort unterwegs bist. Zu dem NES-Spiel 93, wenn man sich es vor Augen führt, ist auch ein recht spätes NES-Spiel. Mhm. Ne, da ist das Super Nintendo auch fast schon anderthalb, zwei Jahre dann draußen gewesen, also weltweit zumindest. Eines der größten NES-Module, 6 Mbit, ne, das sind also etwas unter einem Megabyte, aber für ein NES-Modul ist das schon eine satte große Größe, die das Spiel dann, drin gehabt hat. Und es wurde dann später nochmal remaked 2002 als Nightmare in Dreamland, habe ich hier stehen, für den Game Boy Advance mit Multiplayer on top. Ich habe damals leider kein NES gehabt, habe es höchstens mal hier beim Karstadt gespielt, wenn mich mal die dicken da rangelassen haben und nicht immer verkloppt haben. Piep!
glaube, da muss ich wieder was rausschneiden. ja, aber ich habe es damals nur beim Karstadt gelegentlich gespielt und da ich nie selber ein NES hatte. Aber ich glaube, für viele, die es damals so als Abgesang fürs NES dann so mitgenommen haben, war das durchaus ein guter und interessanter Titel gewesen. Nee, also irgendwie Kirby, klar, immer mal so irgendwie zwischendurch bei irgendwelchen Leuten gezockt, ja. Aber das war komischerweise auch irgendwie nie die Serie, die mich so begeistert hat, dass ich unbedingt die Spiele haben wollte. Also ich will denen jetzt nicht absprechen, dass sie cool sind, gerade diese Verwandlungsfähigkeiten, aber ich glaube, dieses zu leicht sein und das ist dem schon ein bisschen so vorangeschritten, dass man da auch gar keine Motivation hatte, so viel Geld vor allem dafür auszugeben für die Spiele. Ja. Ich hatte das damals, also ich hatte dann auch schon Super Nintendo zu der Zeit, deswegen hat mich das dann nicht mehr so gereizt. Aber ich habe das auch mal mit einem Freund gesehen, der hatte das dann noch für NES. Und das fand ich dann schon wieder eine ganze Ecke besser als das Gameboy-Spiel, weil da einfach viel mehr drin war und auch diese ganzen stilbringenden Elemente, wie halt dieses Kopieren der Fähigkeiten. Und es war halt echt auch ein größeres, umfangreicheres Spiel mit ein bisschen mehr Anspruch drin. Also ich fand das cool, es kam natürlich einfach ein bisschen zu spät raus für mich persönlich, um es jetzt damals dann noch richtig geil zu finden. Was ich attraktiv, also ich hätte es mir wahrscheinlich geholt, wenn ich einen NES gehabt hätte, was ich attraktiv daran fand, war eben diese Farbenfrohigkeit. Ne, also die Körperlichkeit. Fröhlichkeit, Farbenfrohheit. Fröhlichkeit. Farbenfröhlichkeit. Fröhlichkeit. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr farbenfrohes Spiel, was die Kirby-Spiele auch allgemein dann zusammen haben. Das konntest du auf dem NES eben das erste Mal sehen. Wenn ich ein NES gehabt hätte, hätte ich es mir dann auch dementsprechend geholt. Nach dem NES Jump'n'Run gab es für einige Jahre, bevor das nächste Jump'n'Run gewesen ist, etliche Spin-offs mit Kirby. Darunter mein persönliches Kirby-Lieblingsspiel, was ich mir für Super Nintendo dann gekauft habe. Ich habe hier einmal stehen, also vorher gab es noch Kirby Pinball Land, wo du Kirby als Pinball sozusagen hat es auf dem Game Boy, hatte ich leider nie probiert, aber ich mochte Revenge of the Gator früher, also vielleicht taugt es, was Nintendo macht, immer ganz nette Pinball-Sachen. Mein Lieblingsspiel, Kirby's Dream Course. Ah, das ist auf dem Golfspiel, Minigolfspiel. Isometrisches Spiel ist das. Genau, ist ein ganz, ganz merkwürdiger Genre-Mix, den es seitdem auch nicht mehr gegeben hat. Kirby ist dort als Kugel unterwegs und du hast quasi so Level, die wie so Minigolfbahnen aufgebaut sind, aber du hast Kirby wie so mit so einer Art Billardkö dann quasi dort durch die Level dann bewegt. Also wie so eine Art Mischung zwischen Minigolf und Billard und alles so coole Puzzle-Level, die dann verbaut waren und ich habe das sehr, sehr, sehr gern gespielt. Und ich hatte nichts mit den traditionellen Kirby-Teilen zu tun gehabt, hatte aber das Design und eben so coole Puzzle-Level. Die dann ich habe gerade in meine Spieleliste geschaut, ich habe es noch original verpackt zu Hause. Ja? Ja, müsste ich mir überlegen, wenn ich noch ein Super Nintendo hätte, so wahrscheinlich dann nochmal ins Regal stellen. Falls du es aber dann nochmal auspackst und ausprobierst, wenn du es damals nicht gespielt hast, ich kann es echt nur empfehlen. Also ich hatte echt sehr, sehr viel Spaß mit Kirby's Dream Course gehabt. In Europa gab es noch analog in Japan gab es keine Version davon, aber in Europa und in den USA ein Spiel, das hierzulande bekannt war als Kirby's Avalanche, was eine Super Nintendo Fassung von Puyo Puyo / Dr. Robotnik's Mean Bean Machine gewesen ist. Ach du meine Güte. Wer dieses kennt, das sind Tetris-Klone, wo du anstatt mit Tetris-Steinen oder irgendwelchen goldenen Rubin oder was auch immer dort bei solchen Spielen runterfällt, hattest du kleine Comic-Bohnen oder irgendwie zusammenblubbern dann irgendwie. Genau, kleine Mini-Blobs, die zusammengeblubbert sind. In Japan war das als Puyo Puyo bekannt, mit so einem kleinen Fantasy-Mädel und so einem Fantasy-Thematik. Im Westen wurde eine Version dafür von Sega aufgekauft und als Dr. Robotnik's Mean Bean Machine umgesetzt. Habe ich auch sehr, sehr, sehr gern gespielt. Habe ich, glaube ich, auch im Mega Drive-Podcast mal ausgeführt. Davon gab es eine Variante auch für Super Nintendo, dort eben aber auch mit Kirby-Thematik. Finde ich, ist einer der besseren Tetris-Klone, die jetzt nicht direkt mit Tetris was zu tun haben. Ich glaube nicht, aber wenn es dann, ich weiß jetzt nicht, ob das ein seltener Titel ist oder nicht ist, ist glaube ich keiner, aber wo man viel Geld ausgeben würde oder ausgeben müsste, um das nochmal zu spielen. Vor allem Dr. Robotnik's Mean Bean Machine kriegst du überall nachgeschmissen auf etlichen Collections. Kirby kam 95 nochmal auf den Game Boy zurück mit Kirby's Dream Land 2, was dann natürlich auch für die Zeit schon betagt gewesen ist, eigentlich auf dem Game Boy. Hat aber verglichen mit dem ersten Kirby's Dream Land schon einige Sachen mit beigefügt, die dann auf dem NES schon mit dabei gewesen ist, wie die Kopierfähigkeit, wie größeres Leveldesign, wie aufwendigere Grafik. Und eine Sache, wo ich mich dann in der Recherche wieder dran erinnert habe, du hattest Sidekicks,
die Kirby dann jetzt benutzen konnte, wie zum Beispiel ein Hamster, auf dem man reiten kann, oder eine Eule, mit der man fliegen kann, ein Fisch, in dessen Maul man reinsteigt und dann kann man schneller durchs Wasser schwimmen und so weiter. Als Sidekicks mit dabei gewesen. Und ich weiß, meine Schwester fand den so knuddelig, dass sie ihren Hamster danach benannt hat. Oh. Was ist eigentlich mit Hamtaro passiert, fällt mir gerade mal so ein. Kennt das noch jemand? Also Hamtaro, sehr, sehr gutes Adventure für den GBA. Und es gab für GBA auch ein Hamtaro-Spiel, das war so eine Art Olympiade. Das war auch sehr, sehr lustig. Hamster-Olympiade. Hamham Olympics? Ich glaube Hamham Olympics. Ey, das war super, das Spiel. Das hat mir keiner geglaubt damals. Entschuldigung, ich wollte das gar nicht, mir ist nur gerade eingefallen. Der Hamtaro-Podcast. Das war irgendwie so eine Sache, die irgendwie, Nintendo hat ja auch so ein paar Helden, die dann irgendwie mal so über Bord gegangen sind und der irgendwie... War das wirklich ein Nintendo? Naja, Hamtaro ist ja mehr eine Lizenz gewesen. Nintendo hat es veröffentlicht, Nintendo hat auch Sachen programmiert, aber Hamtaro gab es ein paar unterschiedliche Spiele, wie das Olympiadespiel später und dass ich so viel über Hamtaro weiß, das ist echt schlimm. Ja. Auch bei Karstadt gespielt, ne? Ja, nein, Hamtaro habe ich zu Hause. Ham Herzschmerz, glaube ich, ist das erste Spiel. Ja, stimmt. Ja, und das, meine Schwester, als wir es damals gespielt haben, die war ungefähr 6-7 Jahre alt, also, und hatte natürlich einen eigenen Hamster benannt, durch Rick hieß der Hamster bei Kirby, und sie hat ihn Ricky genannt. Ja, und hatte dementsprechend Hamster, alles toll. Wir haben dann Hamster auf dem GBA gespielt, Hamtaro, und das war ein Grafik-Adventure. Ein sehr, sehr gutes Grafik-Adventure sogar für den Game Boy Advance. Ich habe sehr, sehr gern durchgespielt. Ich habe damals, glaube ich, sogar für Game Judge ein Review dafür geschrieben. Vor Urzeiten mal. Wer online gucken möchte, der findet das bestimmt. Wer online gucken möchte, findet es bestimmt. Der Rest spielt Probe. Das ist übrigens ganz lustig, dass du das hier aufgeführt hast jetzt mit den Tier-Sidekicks, weil da erinnere ich mich tatsächlich auch noch dran an diesen Hamster, den es da gab, und auch an den Fisch, der damit aufgetaucht ist. Das war auch ein ganz cooles Spiel. Das fällt mir jetzt gerade in dem Zusammenhang auf, weil wir jetzt auch schon über Donkey Kong gesprochen haben. Das haben sie unter Umständen da aber auch sich ein bisschen entliehen, so diese tierischen, weil das eigentlich genau das Gleiche. Ja? Es gab was zum Reiten, es gab was zum Schwimmen helfen und was zum schneller unterwegs sein. Das kommt mir vor, als hätten sich das durchaus da mal abgeguckt, weil es kam ja auch raus, ne, lange nachdem Donkey Kong Country 1 schon draußen war. Du hast absolut recht. Ist ein beliebtes Element eben, um das Design von dem Jump'n'Run ein bisschen aufzuwerten, ohne jetzt konkret zu viel an der Hauptfigur verändern zu müssen. Ja, wenn du dann jetzt einen reitenden Superfisch mit Flügeln draus gemacht hättest aus Kirby, hätte es auch nicht so gut dann funktioniert. Und dieser Hamster speziell hatte eben so viel Knuddelpotenzial, der Rick, dass da eben Ricky draus wurde für meine Schwester. Zwei Spiele für Super Nintendo kamen danach. Das eine war Kirby Superstar und das andere Kirby Dream Land 2. Kirby Superstar wurde auf der Packung dann beworben als 8 Spiele in einem. Ach, das gibt es jetzt auch für den DS, glaube ich, ne? Es ist Ultra oder so. Genau, auf dem DS gab es ein Remake Kirby Superstar Ultra. Mhm. Und was die im Grunde dort gemacht haben, war nicht ein großes Spiel mit so einer klassischen Narrative und World Map oder sowas draus zu machen, sondern quasi das ganze Erlebnis in viele kleine Spiele aufzubrechen, die teilweise unterschiedliches Gameplay hatten, mit eigenem Titelscreen, mit eigenem Abspann und unterschiedlich lang waren. So gab es zum Beispiel die ich habe die Spiele hier einmal kurz aufgelistet und was die sozusagen dann dort gemacht haben. Im Grunde waren es 7 große richtige Spiele. Das erste ist Spring Breeze, was eigentlich ein Remake des ersten Kirby's Dream Land für den Game Boy war, mit besserer Grafik. Das zweite, Dino Blades, war eine Handvoll Level, die man schaffen musste mit einer kleinen World Map, und da war ein großer Bosskampf mit so einem mechanischen Vogel, den man dann besiegen musste. Gourmet Race, Spiel Nummer 3, ging darum, dass man sich ein Wettrennen liefern musste durch Levels mit dem König oder King DDD. Nickerchen heißt er, glaube ich. König Nickerchen heißt er in Deutschland. Gut, genau, und währenddessen Essen futtern muss. Also so ein Wettrennen, ein bisschen wie bei Super Mario 64. Stimmt. Ja, bei Super Mario 64, wo du dann mit dem Cooper dann das Rennen, den Berg hoch machen musst. Das war hier quasi so mit 2D-Leveln, wo du ein Rennen vom Level des Anfangs bis zum Ende machst, wer zuerst ankommt und am meisten futtert. Great Cave Offensive, da wirst du Untergrund gewesen und hast dann Schätze eingesammelt mit Kirby, unter anderem Nintendo verwandte Sachen, wie so eine Tree Force musstest du finden und ich glaube den Schnurrbart von Mario oder irgendwie sowas. Revenge of Meta Knight hat ein bisschen wie so Actionspiele sich dann gespielt. Da bist du auf dem großen Luftschiff von Meta Knight dann gelandet, das hieß Hellbird. Und dort gab es auch große Story-Sequenzen, wo du mal ein bisschen was lesen konntest. Und ein bisschen so wie der Bossfight von R-Type, ne, wo du dann das Schiff kaputt gemacht hast, aber als Jump'n'Run-Level, wo du auf einem Schiff herumläufst und dort dann Sachen dann erledigst.
Spiel Nummer 6, Milky Way Wishes, kleine Level zusammengepackt mit einer World Map, wo du durch den Weltraum fliegst. Du landest auf kleinen Planeten und haust dann zwei Gegner kaputt und gehst zum nächsten Planeten. Und das Spiel Nummer 7 war der Boss Rush Modus, die Arena, wurde es genannt. Und klassisch alle Bosse, die man bisher im ganzen Spiel dann erledigt hat, waren jetzt alle nacheinander. Ein beliebtes Mittel finde ich immer, um Spielzeit zu strecken. Hm. Ich mag die eigentlich eher wirklich wenig. Ne? Also wenn du mal eins der aktuelleren GBA Castlevanias gespielt hast, weißt du immer, oh Gott, jetzt geht der Boss-Rush-Modus wieder. Das hört sich nach einem 7-Jahres-Plan an, das Spiel, irgendwie mit so viel Kram. Also hört sich recht umfangreich an. Es hört sich recht umfangreich an, aber wahrscheinlich hat die Aufzählung der Features jetzt genauso lange gedauert, wie das Spiel durchzuspielen. Da sind auch noch ein paar kleine Minispiele bei. Also ich habe das getestet und da sind so diese typischen, ich weiß, so Shooter-mäßige Sachen, wo man dann irgendwie mal auf dem Bildschirm tippen muss, um irgendwelche kleinen Ziele zu markieren und dann wegzuschießen und so kleine Minisachen, die halt DS-Screen umgesetzt sind. Ich würde da gerade generell hier kurz mal einhaken, weil ich glaube, dass es jetzt auch beim Zuhören wahrscheinlich ein bisschen verwirrend war mit all diesen Minispielen, die jetzt nur bei Kirby Superstar vorkommen. Und es ist auch so, das Spiel kam halt 97, wo die Kirby-Serie noch relativ jung war. Aber ich finde, da zeichnet sich schon ab sowas, was mich heute ein bisschen an Kirby nervt, dass es keine so klare Linie innerhalb dieser Serie gibt. Es gibt unglaublich viele Ableger später und es gibt dann diese ganzen Sachen wie Kirby's Quick Squad und Mouse Attack und Amazing Mirror und Air Ride und Crystal Charts. Ich finde, wenn man sich da nicht wirklich rein vertieft, dann ist es unglaublich schwierig, jetzt so 20 Jahre später, da eigentlich das noch zu überreißen, welche Kirby-Spiele es alle gab, welche davon wirklich gut waren und was es in den ganzen Dingern geht. Ich weiß nicht, könnt ihr irgendwie nachvollziehen, was ich meine damit? Das Thema wollte ich eigentlich auch aufgreifen, weil aber ein bisschen im anderen Kontext, weil ich finde, Nintendo-Serien wird ganz oft vorgeworfen, so, oh, das ist ja immer dasselbe. Und wenn man von Kirby redet, dann hätten jetzt wahrscheinlich 80% der Zuhörer auch gedacht, ah, das ist ein Jump'n'Run mit so einem kleinen Knuffelding. Ja. Und dann denkst du so, okay, das ist aber auch gleichzeitig eine Serie, so wie bei Star Fox oder bei anderen Sachen, die noch kommen oder wie wir es vorhin auch bei Donkey Kong hatten, dass es halt viel, viel mehr Elemente gibt. Und ich glaube, das Negative oder was du als Negatives auffassen würdest, ist, dass Nintendo einfach ihre Lizenzen immer auf ein Spielprinzip draufhaut, irgendwie sozusagen, und die verwässert dadurch auch. Ja, es stimmt. Du hast es jetzt so ein bisschen von der anderen Seite beleuchtet, wo es eigentlich ganz, ganz positiv dann wieder zu sehen ist, weil sie halt damit auch ein bisschen experimentiert haben und in verschiedenen Genres unterwegs waren. Stimmt, das kann man jetzt sowohl positiv als auch negativ irgendwie sehen, dass Kirby da nicht so auf eins festgelegt ist, wie jetzt zum Beispiel Mario bei seinen Jump'n'Runs oder sowas. Ja, ich glaube, positiv wie negativ, man kann Argumente für beide Seiten dann dort finden. Ich muss sagen, ich kann Fabian sehr beipflichten, was das hier angeht. Ich als nicht Hardcore-Kirby-Fan, der hier und da mal ein Spiel mitgenommen hat und da mal was ausprobiert hat, war jetzt nochmal beim Nachprüfen und Nachschauen doch überrascht, was für eine Art von Spielen es gibt und teilweise, was ist ein Remake von dem Spiel oder wo wurde da nochmal was aufgegriffen und da haben sie nochmal einen neuen Level dazu gepackt und für die Konsole rausgebracht. Es ist ein bisschen sehr schwer, den Überblick zu behalten, wenn du nicht wirklich Hardcore Kirby-Fan bist. Im schlimmsten Fall kaufst du vielleicht ein Spiel, was du schon vor 10 Jahren gekauft und durchgespielt hast und weiß es gar nicht mal. Das heißt nur einfach ein bisschen anders, das klappt doch immer. Ja. Kurz, Kirby's Dream Land 3 gab es nur in den USA, ist in Europa nie erschienen und wurde erst mit der Virtual Console 2009 nachgeholt. Dort aber dann für den Super Nintendo Premium Tarif für 900 Punkte, anstatt für 800, wo man es nicht dann vorher gespielt hat. Hatte nach der Variation, die Kirby Superstar gebracht hat, ist ein bisschen weniger gut angekommen, weil es dann mehr, ja, es war Kirby Dream Land, klassisch Jump'n'Run mit Level, links und rechts und so weiter und Tieren, wo man drauf reiten kann. Hat aber dafür als eben, wie gesagt, das letzte Super Nintendo-Spiel im Westen schon ein bisschen beeindruckt, weil es in einer besonderen Art von High-Res-Modus gelaufen ist. Super Nintendo-Spiele haben normalerweise eine recht geringe Auflösung verglichen mit heutigen Sachen, die man gewohnt ist. Ich glaube 224x192, irgendwie sowas. Das haben ja nicht mal, für Handys ist ja nicht mal Pipifax, das jetzt. Und für das Spiel haben sie irgendwie so nochmal einen Kniff gefunden, wo sie die Auflösung intern ein bisschen hochschalten konnten und die Farbverläufe ein bisschen hübscher machen, als sie die vorher gewesen sind. Also ist es da noch ein kleines beeindruckendes Stück Technik gegen Ende hinaus, auch wenn das Spiel selber nicht so viel Besonderes geboten hat.
Kirby 64, The Crystal Shards, hatten wir, glaube ich, schon recht ausführlich auch schon drüber. Ja, das hatten wir im N64-Podcast drin. Das war auch ein ganz nettes Spätwerk für N64, ein ganz witziges Jump'n'Run, was sich halt so typisch in die Kirby-Geschichte irgendwie einreiht, weil es halt irgendwie nett ist und ganz spaßig ist, aber keinen jetzt von uns irgendwie auch vom Hocker gerissen hat, denke ich mal. Ich weiß nicht, ob ihr es gespielt habt. Ich auch nicht so wirklich. Nee, ich hatte immer gedacht, es ist nie eins rausgekommen, weil ich immer dann dachte, dass das Air Ride, was später danach gekommen ist, das war das, was dafür gecancelt wurde. Also hatte ich total gar nicht mehr im Blick, dass es dafür auch ein Kirby gegeben hat. Aber das ist das, was du auch meinst, Fabian. Manche Sachen sind dann so, gehen das eine in das andere über. Du weißt, dass die Titel untereinander auch nicht so viel Identität dann eben haben. Aber das Air Ride kam ja später noch, was du gerade angesprochen hast. Das hätten sie auch lieber eingestampft lassen sollen. Ja, das war schon, muss man leider sagen, so fast der Tiefpunkt der Kirby-Ära dann. Ah. Ja. Wie hat sich denn Air Ride gespielt? Fass mal kurz zusammen, Marc. Also das war ein Rennspiel mehr oder weniger, wo Kirby auf seinem Stern durch die Gegend heizt. Oder verschiedene Charaktere aus dem Kirby-Universum, wenn ich mich da recht dran erinnere. Und ich glaube, das war so, dass man einen Knopf gedrückt halten muss, um Gas zu geben, irgendwie einen A-Knopf oder so irgendwas. Das hat sich auf jeden Fall echt furchtbar träge und schwammig gespielt. Ja gut, aber es ist doch normal, dass man einen Knopf gedrückt hält zum Gas geben, ja, in einem Rennspiel, oder? Irgendwie war das da ganz komisch. Das hat sich nicht richtig angefühlt. Oder dass man immer schneller wurde. Ich kriege das echt gar nicht mehr zusammen. Da habe ich jetzt auch nicht nochmal irgendwie großartig nachgelesen. Ich weiß nur, dass eins von den Spielen war, die dann auf einmal wieder da waren. So, ach, jetzt kommt doch noch das Kirby Air Ride oder Air Race raus. Und das war echt schlimm. Also das war wirklich, wie du eben schon sagtest, so der Tiefpunkt, weswegen ich das wahrscheinlich aus meinem Gedächtnis auch schon verbannt habe. Das ist ein bisschen schade. So vom Look her hat es mich immer wirklich auch ähnlich wie dann das Donkey Kong Barrel Blast oder das Jet Race dann an so Snowball-Spiele erinnert. Ne? Dass du diese leicht schräge Perspektive hast, dass du das runterfährst und solche Sachen können ja durchaus Spaß machen. Es ist eben schade zu hören, dass da nicht wirklich was draus geworden ist und hat auch, ich glaube, für lange Zeit war das ja auch so ziemlich für mehrere Jahre das einzige Hauptkonsolenspiel, also was auf einer richtig großen Konsole rausgekommen ist von Kirby, weil danach ist er ja quasi komplett auf die Handhelds übergegangen in Remakes und Nischentiteln, also wie zum Beispiel Kirby The Amazing Mirror, Jump'n'Run für den Game Boy Advance, 2004 rausgekommen. Für den DS gab es dann Kirbys wunderbarer Malpinsel, nee, wie hieß das nochmal? Power-Malpinsel, das war sehr gut. Kirbys Power-Malpinsel. Ja, fand ich auch super. Ja, ein Spiel, was ein bisschen natürlich, wie viele Spiele aus der DS, aus der frühen Zeit natürlich sehr, sehr viel mit die Touch-Fähigkeiten dann beanspruchen. Wie hat sich's denn gespielt? Naja, es ist sowas, was man heute, glaube ich, würde das super als iPhone-App oder generell Handy-App funktionieren. Du hast einfach mit dem Stylus so Bahnen und Kurven gezeichnet auf dem Bildschirm, auf den Kirby dann langgerollt ist und du konntest ihm dadurch halt auch so ein bisschen so einen Spin geben oder Geschwindigkeit. Und er hat auch, glaube ich, verschiedene Fähigkeiten annehmen können, oder? War das so? Oh Gott, ich weiß. Na gut, da lehne ich mich jetzt vielleicht zu weit aus dem Fenster. Vielleicht vermische ich da jetzt auch schon wieder verschiedene Kirby-DS-Spiele. Aber auf jeden Fall hat es gut funktioniert. Das ist einfach gut geflutscht und hat echt Spaß gemacht. Es gab sowas Ähnliches später nochmal, ich glaube, als DSiWare-Spiel oder vielleicht sogar als richtiges DS-Spiel. Das war dieses Ivy the Kiwi, falls ihr das kennt. Ach so, das, wo man, aber da musst du ja eine Liane malen und den Kiwi dann so durch das Level durchbuxieren. Ja, aber prinzipiell war das schon ähnlich vom Grundkonzept her. Also falls das jemand kennt, so ähnlich. Ja, das Yuji Naka-Spiel ist es doch, ne? Genau. Was er ausgemacht hat. Das war noch ein bisschen hektischer. Also Kirby war noch, glaube ich, ein bisschen einfacher oder da war die Lernkurve anders. Bei Ivy the Kiwi, da habe ich mir auf, also das gibt es auch für die Wii. Ja, genau. Da habe ich mir auf jeden Fall auf dem DS auch echt ganz kräftig einen abgebrochen, weil es echt schon ziemlich schwer ist, die Federn immer einzusammeln. Ich kenne da nur diese DSiWare-Version. Vielleicht ist die, also die ist sicherlich abgespeckt und vielleicht auch ein bisschen einfacher oder sowas als die Vollversion. Nachdem natürlich mit Kirbys, wie war das nochmal? Ich will wunderbarer Malpinsel sagen. Power-Malpinsel. Kirbys Power-Malpinsel zur Anfangszeit des DS gekommen ist, gab es noch ein weiteres DS-Spiel, das hieß in Europa Kirbys Mouse Attack, wahrscheinlich der Mausangriff oder sowas auf Deutsch, was dann aber auf solche Stylus-Elemente dann aber verzichtet hat und ist es dein Lieblingsspiel von allen vielleicht? Nee, ich kenne es gar nicht. Mir fällt jetzt gerade ein, für DS kommt doch dieses Jahr auch noch eins raus. Ich glaube, es kommen ja noch zwei Spiele raus. Achso, ich habe schon... Kirby's Mass Effect. Das ist schon raus? Nee, Mass Attack. Nee, ich habe das aber schon getestet. Nee, Mass Attack. Kirby's Mass Attack. Das ist super, ist das. Aber das. Wie heißt das auf Deutsch? Auch Mass Attack. Kirby's Mass Attack. Okay. Das ist sauschwer, das Spiel, aber es ist richtig, richtig cool. So, hast du es also schon mal anprobieren können? Ich habe es durchgespielt auf Japanisch und habe die deutsche Version letztens gezockt. Und das ist echt sehr, sehr cool, weil man hat am Anfang, Kirby hat ja immer so eine komische Geschichte, wollen wir da kurz drauf eingehen? Naja, also wenn du dann einmal damit anfängst mit den ganzen Traumländern und also, den Nee, ganz kurz nur, die Geschichte ist, dass Kirby in 10 Einzelteile
zerzaubert wurde sozusagen und man innerhalb der Level, in die man Früchte frisst, immer wieder neue Kirbys dazukriegt und dann sozusagen so eine ganze Armada durch die Gegend steuert, so ein bisschen wie Pikmin, wuselig, und dadurch auch dann irgendwelche Sachen im Level hin und her schieben kann und Gegner auch so attackiert. Ist echt lustig und am Anfang denkt man, okay, das ist ja recht einfach, aber das wird echt bockschwer und es ist mal was anderes, aber da kommen wir wieder genau zum selben Punkt, dass Kirby irgendwie oder bei Kirby immer so ein bisschen experimentiert wird und da hat es in meinen Augen sehr, sehr gut funktioniert. Und das kommt jetzt im Herbst in Deutschland auch raus, ja, oder? Ja, es kommt jetzt, glaube ich, raus erst. Ja, recht zeitnah auch, also bevor wir auf den letzten großen Titel zu sprechen kommen, der vorher erschienen ist. Es wird auch ein weiteres Wii-Spiel geben, Ende des Jahres, Kirby Return to Dreamland. Kirby's Adventure Wii heißt es. Echt? Ja, ja. Heißt es mittlerweile Kirby's Adventure Wii? Ja, das andere ist in den USA, Europa, heißt das genau. Return to Dreamland. Okay, weil ich habe mir gerade den Trailer von angeguckt und da war auch noch ganz dick Return to Dreamland. Ja, haben sie auch jetzt erst vor kurzem umgeändert mal wieder. Ja, da der Unterschied, ich glaube, da wurde es, mich hat es oberflächlich ein bisschen erinnert an New Super Mario Bros. Wii mit so... Es ist noch viel einfacher, das spielt sich fast von alleine. Ey. Ja, ich ging da auch nicht vom Schwierigkeitsgrad aus, sondern mehr auf den Multiplayer-Aspekt, ne, dass du dann neben Kirby auch parallel gleichzeitig drei weitere Figuren dann mit hast, wie dann König Nickerchen oder den Meta Knight oder sowas, der dann mitläuft. Das ist eher so ein, ja, vielleicht ein New Super Mario Bros. Wii, was ja das erfolgreichste Mario Bros. Der letzten Jahre gewesen, 17, 18 Millionen Exemplare verkauft, vielleicht in die Richtung geht, aber mit einem einfacheren Schwierigkeitsgrad für Kinder. Ja, das ist also, echt, also das ist bisher das einfachste Kirby, das ich, glaube ich, je gespielt habe. Also da kann man irgendwie, glaube ich, gar nichts falsch machen. Und man kann auch nicht sterben. Das ist bei anderen Kirby-Spielen in letzter Zeit ja auch so gewesen. Bei welchen denn zum Beispiel? Kirby und das magische Garn. Kirby und das magische Garn, der meiner Meinung nach visuell einfallsreichste Titel, den ich in den letzten Jahren gesehen habe, weil gegen den Grafikstil, da kommt sehr wenig gegen an. Was ist denn das für eine Art Spiel? Oh, das musst du leider erklären. Ich habe das zu Hause liegen und es ist mir echt unangenehm, aber ich habe es bis heute nicht gespielt. Du hast es bis heute nicht gespielt? Also, nein, ich wollte es damals für Game One machen, da hat es, glaube ich, der blöde Tim gemacht am Ende. Und jetzt liegt es im Regal und ich habe keine... Ja, genau, der Sega-Fan, der eben hier war und ich habe keine Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Aber ich wüsste auch gerne mal, ist es wirklich so cool, wie alle sagen, oder ist es eher langweilig? Ja, das ist natürlich auch recht einfach und das ist halt auch ein klassisches Kirby Jump'n'Run mit Wii-Steuerung in einigen Elementen. Das Besondere daran ist, dass Kirby halt in das Stoffland gezogen wird von dem bösen Zauberer Grimgarn. Ach, Nintendo hat immer so tolle Namen auf der drauf. Und er verliert auf jeden Fall seine Fähigkeit, weil er jetzt in der Fadenwelt sozusagen existiert. Er verliert die Fähigkeit, Sachen aufzusaugen, kann sich aber in verschiedene Fahrzeuge wie ein Auto, ein U-Boot und sowas verwandeln. Ist sehr, sehr niedlich gemacht. Das Besondere daran ist, dass die ganze Stoffphysik und alles wirklich nach irgendwelchen nach Stoffen aussieht, nach Watte und Leder, Baumwolle, das ist unglaublich toll gemacht und liebevoll. Und das sieht für ein Wii-Spiel, das hört man ja immer wieder, sieht das unglaublich gut aus. Problem ist, dass der Schwierigkeitsgrad halt eigentlich recht simpel ist. Mhm. Es sei denn, so ähnlich wie bei Wario Land, Shake Dimension oder so, es gibt in jedem Level 3 Schätze zu finden. Und um die zu kriegen, muss man sich dann halt schon mächtig anstrengen. Aber es ist wirklich die Welt ist einfach so überragend schön gemacht und schön designt. Und gibt es da sowas, dass man dann auch sieht, irgendwie auf einer Karte oder so, ich habe da alle Schätze gefunden in der Welt und sowas? Weil sowas motiviert mich ja immer, wenn da nicht nur Sachen einfach rumliegen, damit sie halt da sind, sondern dass man sieht, man hat das komplett abgeschlossen. Nee, am Ende des Levels wird immer gezeigt, was du gefunden hast. Du kannst in jedem Level, glaube ich, zwei Sachen für das Haus von, wie heißt der denn noch, Prinz Plüsch heißt er, glaube ich, im Deutschen, finden. Super. Für seine Pension und ein Soundtrack. Also drei Teile musst du beim Level finden. Am Ende wird das immer angezeigt. Und ja, das ist auf jeden Fall toll. Auch die Verwandlungen sind toll und die Musik ist auch so Fanservice, weil die ganzen alten Melodien sozusagen wieder neu aufbearbeitet worden sind. Das ist echt ein tolles Spiel. Ist, wie gesagt, recht einfach, das in einem Rutsch durchzuspielen. 5, 6, 7 Stunden bist du durch. Aber das sollte man sich auf jeden Fall mal geben, weil da wirklich so viel Liebe ins
Design reingesteckt wurde. Gut, ich glaube, du kannst es wirklich als Antithese eben zu Donkey Kong Country Returns nehmen sehen. Die sind relativ nah beieinander. Die kamen fast zeitgleich raus. Und da kannst du nicht sagen, wenn für die einen das Spiel zu schwer ist, dann können sie sich in Kirby vertiefen und genau andersrum auch. Ne? Mhm. Wenn du Kirby zu leicht findest, dann kannst du dich ja mal in Donkey Kong Country Returns versuchen. Aber beide Spiele wirklich mit wunderbarem Level-Design und mit einer Grafik, also wirklich, die irgendwie andere Spiele auch dann ziemlich schlecht aussehen lassen, auch auf aktuellen oder Next-Gen-Konsolen. Jetzt kann Gregor noch mal einwerfen, dass er sich natürlich freuen würde, wenn es in HD wäre, richtig? Natürlich. Wenn es eine Möglichkeit gäbe, das in HD zu spielen, das wäre echt, echt toll. Obwohl ich glaube, davon würde in Donkey Kong Country wahrscheinlich mehr profitieren, als jetzt Kirby mit dem doch sehr eigenen Grafikstil. Oh Gott, ich habe die ganze Zeit im Hinterkopf einen Freund von mir, der sollte darüber was machen für Nintendo Channel und der hatte dann überlegt, dass er dann die Stricker vom Garnhof Zoo einbaut. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Das wäre, glaube ich, nicht für Nintendo so passend gewesen, aber ich fand den Titel einfach so geil, wenn sie es echt rausgebracht hätten. Kirby, die Stricker vom Garnhof Zoo. So, und mit den Strickern vom Garnhof Zoo verabschieden wir uns mit dem ersten Teil des Nintendo B-Team-Casts. Wir haben alles gehört, was es zu hören gab, rund um Donkey Kong und Kirby. Im zweiten Teil, der bereits in der nächsten Woche folgen wird, dreht sich alles um Star Fox und Fox McCloud sowie um die allseits beliebten Pokémon. Im Namen von Marc und Fabian sage ich Tschüss und bis zur nächsten Woche. Game.